Andreas, hast du eigentlich die Fragen? Ja, klar. Hast du die Getränke? Ja, Logo! Das Kneipenquiz wird präsentiert von Flaschenpost. Das Kneipenquiz. Zu einer neuen Ausgabe von unserem Kneipenquiz-Extravaganza hier live aus Studio 15. Puh, und wir sind alle noch auf dieser Achterbahn, die uns da gerade eher so ein Wirt beschert haben bei Pokémon Nuzlocke. Jetzt kommt allerdings, ja, das Emotionskarussell fährt heute richtig extra Runden hier beim Kneipenquiz an meiner Seite, um mich zu unterstützen, um nebenbei zu recherchieren und mir irgendwie den Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen, Fabian Krane. Hey! Ja. So, wie sind wir gut vorbereitet? Wie schätzt du die Folge heute ein? Was haben wir für Fragen? Wird das eher so, das ist so eine Folge, die in der Mitte der Playlist irgendwie verschwindet? Oder wird das eine herausragende Episode heute? Wird eine mittelklassige Gala-Folge. Ja, gut. Habe ich mir schon fast gedacht. Also, Kneipenquiz wird heute wieder gespielt zusammen mit unseren Freunden von Flaschenpost, die uns helfen, hier unseren Wissensdurst zu stillen. Außerdem natürlich die Freunde von Smileys auch noch am Start. Und natürlich das Wichtigste an dieser Produktion, die Teams, die sich heute hier wieder zahlreich versammelt haben. Wir fangen mal an bei den Titelverteidigern. Wissen ist Macht Spaß. Stellt euch doch bitte nochmal vor. Hi, wir sind Wissen ist Macht Spaß. Natürlich, wir sind Titelverteidiger. Wie zweifache, dreifache? Man zählt ja irgendwann auch nicht mehr. Es sind ja sehr viele. ja, Lisa, Fabian, Lars, Marc und ich. Leider Anja und Max heute nicht da. Aber ich glaube, jeder hat von euch auch schon mal in diesem Team mitgespielt, oder? Wir sind ja eine große Familie hier. Auf jeden Fall. Ja. Aber. Ja. Gut. Familie, wo man nicht mehr alle Verwandten offensichtlich im Kopf kennt, hat, die ja mitgespielt haben. Ein ganz neues Team, frisch am Start. Team Kneipenkur. Bitteschön, stellt euch doch mal vor. Hallo Andreas und hallo nach Hause. Wir sind das Team Kneipenkur mit Ronja, Anton, Julia und Luca und meiner Wenigkeit Raphael. Und wir wollen heute natürlich richtig hart abliefern, also nicht letzter werden. Und das kriegen wir irgendwie hin. Sag mal ruhig, was machen denn die Leute? Für die, die dein Team noch nicht kennen, in welchen Bereichen sind denn die Leute, die ja hauptsächlich hinter den Kulissen arbeiten? Ja genau, du sagst, wir sind so ein bisschen das Off-Air-Team mit Luca. Wir sind die Unbekannten. Wir sind die Unbekannten. Luca, unser Community-Manager, den wahrscheinlich der eine oder andere kennen müsste. Genau, Julia, die unsere erste Aufnahmeleitung ist, die so ein bisschen Planung übernimmt. Anton, unser YouTube-Marketing-Manager. YouTube. Und Ronja, die ein bisschen Gästeakquise und Event. Gäste? Also Lars ist bei uns. Und Eventplanung übernimmt. Ja. Gut, ob das schon eure Hauptredezeit war, das werden wir im Rahmen dieses Abends herausfinden. Mit dabei natürlich keine Episode ohne Game Too Schlau für diese Welt. Und ich habe so ein Gefühl, als würde Matthias sich das Mikro jetzt schnappen. Und ich liege falsch. Ach, aber Andreas, das Mikro liegt bei mir. Also ist es okay, wenn ich jetzt was sage, oder möchtest du lieber mit Matthias reden? Okay, bist du eigentlich das erste Mal dabei, Nasti? Ja. Massiv? Was bitte? Massiv. Ja, ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Game 2 mit so vielen Frauen vertreten ist. Kann das sein? Frauen! Geil. Ja. Ja, und diesmal im Team sind Sarah, Feline, Matthias, Markus, ich und falls ihr euch fragt, Dean ist auch da, der sitzt hier unten. Der weiß am meisten von uns allen. Geil. Ist der Joker. Also. Aber er sagt's nicht. Vielleicht klappt's ja trotzdem mit dem ersten Sieg. und hinten in der Ecke sehe ich ja auch ein komplett neues Team, das sich hier diese Episode formiert hat. Wen haben wir denn da, Mirko? Hallo. Wir haben hier das Team Absolute Gewinner und wir sind extern unterstützt durch Ren und Antje. Wir haben Bell und Bella und mich, Mirko. Und ja, wir schauen mal, wie das heute hier so klappt. Ne? Das nennt man ein Bold Statement, glaube ich. Also richtig angriffslustig, das Team.
Und natürlich ein komplett wieder ein neues Team. Wir haben richtig frisches Blut heute am Start, das sich neu formiert hat. Nils, du willst jetzt angreifen, oder? Wir greifen immer an. Wir sind die Ultimate Quiz Machine und wir haben heute hier Michael Krogmann, der hat Zwerchfellprobleme. Ist gehandicapt, hat angedroht, früher zu gehen. Aber dann sind, das ist auch okay, weil ich habe überlegt, 3 ist perfekt. Weil bei 5 Diskussionen zermürben teilweise und so. Ich kann auch viel mehr Einfluss nehmen, wenn ich weniger Leute habe, die mitreden wollen. Deswegen habe ich überlegt, also Moritz ist ja immer dabei, also den habe ich auf Kurs gebracht und heute ist Gregor dabei. Für das Spezialgebiet Griechenland. ansonsten fragen wir ihn auch nicht. Genau, ausschließlich da würde er zu. Genau, und wir sind nur irgendwie zu viert heute, aber das ist okay, weil 4 ist gut und das reicht aus. Shit, kann ich das nochmal machen? Ja, können wir können live nochmal ansetzen. Ja. Ja, Nils? 4 gewinnt. Ja. Ganz kurz zu den Regeln. Auch heute haben wir wieder 30 Fragen vorbereitet. Diese werden in 10er-Blöcken, das sind dann 3, danke Fabian, bitte, gestellt, werden dann ausgewertet. Und wenn ihr zu Hause mitspielen wollt, dann geht einfach auf Facebook, auf Twitter, checkt Rocket Beans. Da könnt ihr euch diese Fragebögen runterladen und mitspielen. Meistens sind 1 oder 2 Fehler drin, meine Güte, das passiert. Aber ihr kriegt das schon hin. Dann habt ihr nämlich die Originalbögen, die hier auch die Teams haben. Die Originalbögen. Die Originalbögen. Und ich würde sagen, gibt es noch Fragen? Nö, oder? Ja, 30. Gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, können wir eigentlich anfangen, ja, oder? Halt, stopp! Was zum... Warte mal. Was? What? Dem Rekordmeister, 6-fachen Sieger des Kneipenquiz. Ich war ihr Leader, ihr Kapitän. Doch ich wurde enttäuscht. Ich wurde im Stich gelassen von Gino Singh, Daniel Schröckert, Tobias Escher und Ilias Alaoui. Und ich spucke auf das Team Heiden. Ob das vielleicht ein bisschen übertrieben war, ich weiß es nicht. Runde 1. So. Und Fabian rennt schon mit den Antwortbögen. Da sehe ich übrigens noch Gerstenmalz und Gehirnschmalz, liegt da auch noch auf dem Boden, wurde auch noch erwischt. Also die Teams bekommen jetzt hier die Antwortbögen. Gunnar Krupp, der 5. im Team, gib mir den alten Wimpel mal. Wer, übrigens, Zuschauerfrage, wer weiß denn bitte... Oh, Handys einsammeln haben wir vergessen, Fabian Krane. Wer noch zu Hause weiß, wer in dem Team dabei war, also der möge mir das wirklich mal schreiben, ich habe gar keine Ahnung. Gerstenmalz und Hirnschmalz. Oder war das einfach nur die Tagline für das Team? So, Krane geht noch rum und sammelt das Wichtigste im Leben der Leute ein. Nein, nicht der unbefristete Vertrag, sondern natürlich die Telefone. Damit schneiden wir geschickt den Kontakt zur Außenwelt ab. Wie immer wird das natürlich von den Kandidaten höhnisch entgegengenommen. Was war das davon, Lisa? Haben wir das gesehen? So, wenn ihr euch zu Hause fragt, wieso stehen 3 Stunden 30 da im Sendeplan? Sowas machen wir alles vor der Kamera. Guck vor, ist selber gleich mal auf Ebay, auch, ne? Kannst zu Hause mitzählen. 25 Leute sind da. Wir sammeln meist so um die 30, 35 Handys ein. Sprich, 4, 5 Leute vergessen wir immer. So. 30 sehr schöne Fragen, sehr bunt mal wieder. Aber ja, es wird das nicht machen gemalt. Wir nach der Show. Wird nicht ausgemalt. Krane hat jetzt den Sack schon voll bekommen mit Telefon. Heute, ne? Gunnar hat immer 2 Handys. Gunnar hat immer 2 Handys. Hast du beide Handys von Gunnar? Ja. Okay, gut. Dann kommen wir zur allerersten Frage. 1 Minute Zeit für
folgende Frage. Wie viele Buchstaben hat folgendes Wort Rinder, Kennzeichnungsfleisch, Etikettierungs-, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz? Wie viele Buchstaben hat folgendes Wort? Zeit läuft, wir sehen, müssen das Wort jetzt sehen. Ja, Rinder, Kennzeichnungs-, Fleischetikettierungs-, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Ihr seht das Wort auch auf dem Monitor. Rinder, Kennzeichnungsfleisch, Etikettierungs-, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Wie viele Buchstaben hat dieses Wort? Ich bin froh, dass wir diese Frage nicht später gemacht haben. Die kann ich wirklich nur noch als erste vorlesen, ja. Fehlerfrei. War eben beim dritten Mal schon schwierig. Wie viele Buchstaben hat dieses Wort? Rinder, Kennzeichnungs-, Fleischetikettierungs-, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Dammit! Wir haben zu viel gewollt. Fun Fact, wir wollten die Frage eigentlich erst als Suppe austeilen, ne? Alter, der Typ hat Sachen geschrieben. Sehr gut. So, Zeit läuft. Frage Nummer 1, ein bisschen reinkommen, ein bisschen zählen. Ja, muss auch mal sein. Und Zeit, ja, ich gebe euch noch ein paar Sekunden, ja, weil die Grafik ein bisschen später war. Okay, offensichtlich nicht. So, wie viele Buchstaben hat dieses Wort? Frage 1. Wir machen direkt weiter. Zweitens, welcher dieser Serienväter lebt noch? A. Willie Tanner. B. Philip Banks. C. Arthur Spooner. Es geht natürlich um den Schauspieler, der den gespielt hat. Welcher dieser Serienväter lebt noch? Ja, also. Die Uhr, Andreas. Uhr läuft. Willie Tanner natürlich Alf. Philip Banks, Prinz. Der Schauspieler. Also, es geht um den Schauspieler, der den Vater verkörpert. Ich hätte beinahe Serientäter vorgelesen. Ja, aber und ist das, bei den Serien eigentlich dasselbe, oder? Ich wollte gesagt, trifft bei einem von dreien zumindest zu, wenn man einigen Fotos glaubt. Zeit läuft, denn zumindest diese Willie Tanner Fotos gab es doch mal, diesen Hoax, wo man nicht wusste, ist er das? So mit Drogen und ja, homosexuell und so. Ja, und dann hat er, danach hat er dann Hörspiele gemacht. Und dann ist er abgestürzt, dachte ich, wolltest du jetzt sagen, ja. Hörspieler, ja. Welcher dieser Serien? Das ist das Format bei Rocket Beans geworden. Abgestürzt? Natürlich wissen wir das. Wir wissen alles. Vaterkomplex. Jesus. Also nicht in der Serie. Dank dir, mein Freund. Bitte. Der Hauptschauspieler ist. Wer lebt noch, genau? So. Das ist der Vater von Ben Stiller. Und die Zeit ist abgelaufen. Wir machen direkt weiter und wir kommen zu einer meiner Lieblingsfragen. Drittens, welche jeweils zwei Mitarbeiter wurden hier zusammen gemorpht? Also, ihr bekommt drei Bilder und jeweils sind es zwei. Zeit läuft, sobald wir die Grafik sehen, immer zwei pro Bild. Insgesamt brauche ich also sechs Namen von euch. Und es sind alles Gesichter, liebe Zuschauer, die hier auch ab und an on air stattfinden. Also vor der Kamera zu sehen sind. Die habt ihr alle schon mal gesehen, ob ihr wollt oder nicht. Und bei den meisten kennen wir die einfach. Yes. Denkt bitte dran, nehmt die Coin in die Hand beim Tüfteln, lasst die Zuschauer ein bisschen mithören. Ganz klare Sache. Ich habe gerade gehört, die Augen. 1000% sicher. Mit allen Fragen bislang. Die Augen? Ja. Sind weird? Aber an Augen könnte ich, glaube ich, niemanden erkennen. Ich glaube, die Augen sind doch original von einer Person, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es oben oder unten oder links und rechts. Ich habe keine Ahnung. Also, wie ist es vertikal gespielt? Platz 1. Wer weiß, weiß ich mal, wie Lars Methan aussieht. Team Wissen, es macht Spaß. Denkt an die Keulen. Wäre jetzt mein Tipp gewesen. Gerade nochmal überprüft. So. Ja, natürlich. 100 hoch. Besonders die Mitte ist super fuckable. Fremde. Warum ist die, oh Gott. Nee. Also, liebe Teams, denkt immer noch daran, wenn ihr tüftet, nehmt das Mikrofon an den Mund, wenn ihr überlegt. Dann können die Zuschauer ein bisschen euren Gedankengängen folgen. So. Wow. Dankeschön. Frage Nummer 4. Welche zwei
Tänze sehen wir hier verbildlicht. Ihr seht jetzt gleich die Grafiken mit Abfolgen von Tritten. Welche zwei bekannten Tänze sehen wir hier? Bitteschön. Zeit läuft. Wer kann tanzen? Kleiner Spoiler, wir können keine von beiden, oder? Mm-mm. Das ist kein kleiner Spoiler, es ist einfach ein Fake News. Ja. Frage Nummer 4. Also das erste. Das ist ja sowas hier. Ja, schön. Schön. Zwei. Warst du früher im Tanzkurs oder was? So mit 14 geht man ja immer in den Tanzkurs. Mit 14 oder in Vorbereitung von einer Quizshow? Das sind die zwei Sachen, wo man das macht. Genau. Das macht. Und Hochzeit natürlich, ne? Eigentlich vom Hochzeitsstandard-Tanz. Dementsprechend hatte ich schon drei Tanzkurse. Da sehen wir wieder die Bilder, die wir brauchen. Eddie steht, genau. Da haben wir unser Thumbnail wieder. Ja, genau. Sehr gut. Eddie versucht es live. Das sind die Momente. Lars versucht es auch. Lars tanzt schon? Lars. Genau, ja, ja. So, Zeit abgelaufen. Aber wir geben dir da das. Hey! Ist so, ey, mach weiter! Mach einfach weiter! Mach weiter! Go on! Entweder man weiß es. Safe nicht. Das ist ja nicht nur in einer Reihe vor und zurück. Frage. Ja, Frage Nummer 5. Achtung! Fünftens, was macht den Aeroporto de Tenerife Serena Sofia EU-weit so einzigartig? Was macht den Aeropuerto de Tenerife Serena Sofia EU-weit so einzigartig? Keine Antwortmöglichkeiten. Was macht den Flughafen? Eddie tanzt noch immer den Flughafen. Es beschäftigt ihn. Oder? Noch einmal einblenden bitte. Frage Nummer 5 nochmal zeigen. Denn Eddie war noch am Tanzen und das geben wir ihm. Ja. In 2 Stunden mache ich das nicht mehr, dann will ich die Stimmung am Kochen haben. Aber jetzt alles noch entspannt. Aber ist ja öfters so, ne, dass einem so Nächte mit Tänze einen so nachhallen. So auch noch sehr lang beschäftigen. Wir tanzen sowieso jeden Tag hier, wenn wir diese Sendung machen. Es ist immer der Tanz. Ja, auf einem schmalen Grat. Auf einem sehr schmalen Grat, ja. Das ist auch faszinierend. Ach Mensch, das ist ja schön hier heute. Ja, weil das ist die kürzeste Landebahn ist in der. Ach, toll. So. Aeroport. Warst du schon mal da, Spanien? Teneriffa? Ich war noch nie auf Island, nee. Wo? Madeira. Ach ja. Ich habe übrigens immer noch nicht die Kamera gefunden. Nicht wundern, die ist da neulich. Ne? Normalerweise habe ich nämlich immer total und close sehr nah beieinander und gucke irgendwo dazwischen. Aber die wollen heute nicht auch mit dem Bild neu haben. Die ist gut, die bespiele ich jetzt viel mehr. Tut mir leid, liebe Regie. So, Zeit ist abgelaufen, lieber Herr Kahne. Ja. Muss ich. Frage Nummer 6. Wofür stehen die folgenden Autokennzeichen? DD, HRO, CY. Guckt auf die Monitore. Wofür stehen die Autokennzeichen? DD, HRO, C und Y. Schreibt es einfach hintereinander. DD, HRO, C und Y. Osnabrück, das letzte Bundeswehr. Lars als Autofahrer fährt natürlich ständig durch diese Städte. Das Einzige, was ich nicht weiß. Nächstes Mal machen wir das mit E-Scooter, Haltestellen, oder? Ja. Nee, oder mit Mofa-Kennzeichen. Mofa-Kennzeichen? Ja, aber... Ja. Welches Versicherungsjahr? Das sind doch dieselben Länder, würde ich gerade sagen. Nein, aber es sind ja nur Zahlen. Mofa, ja? Ja, und Lime Juices auch. Aber gibt auch andere tolle... E-Roller. Weiß ich natürlich nicht, weil ich von meinem SUV die Mofa gar nicht sehe. Von meinem SUV. Beziehungsweise sie spürst, wenn du aussteigst. Ja, das spürt man nicht. Der Halsröntgenort. Ortskreis. Ach, ja. Ist ja auch der SUV. Ich weiß es vielleicht. Also die Frage war Städte, oder? Nee, hör mir zu. Die Frage war Städte. Das ist gut. Das ist gut. Cottbus dann? Und die Zeit ist sowas von durch. Frage Nummer 7. Was zählt im katholischen Glauben frei übersetzt zu den 10 Geboten?
Tja. Nichts mit Funk, Pen and Paper können wir auch, sag ich mal, ne? Also, was zählt im katholischen Glauben frei übersetzt zu den 10 Geboten? A. Du sollst den Feiertag heiligen. B. Du sollst Speis und Trank ehren. C. Du sollst vergeben deines nächsten Sünden. Finde ich heute noch die Cam. Dammit. Jetzt muss ich alles nochmal neu aufzeigen. Jetzt steht der auch noch mit der Kamera. Machen wir alles neu nochmal nach der Sendung. Ja, vertonen wir auch nach. Läuft. Wir geben nochmal 15 Sekunden drauf. Viel zu früh umgedreht. Wir kommen rein. 21:45 würde ich jetzt den Timestamp geben. Da sind wir durch. Da sind wir gut drin. So, also frei übersetzt. Da gibt es ja unterschiedliche Fassungen. Aber zahlt sich aus, sage ich mal, wer... Ne? Bist du eigentlich gläubig, Andreas? Ich glaube nicht, nein. Nee? Es ist zwar manchmal unglaublich, was ich so leiste, ja. Aber nein. Du, bist du so jemand? Bist du so ein Jehova-Zeuge? Bist du so ja, vom Spirit ich bin Zeuge, her, ja. Aber nicht Jehovas, nee. Ja, ich bin ja... Ach, lange also, Geschichte, du. Aber die Zeit ist auch abgelaufen. An die glaube ich. Okay. Glaube ich. So. Also, mal schauen, wer hier noch bibeltreu ist. Frage Nummer 8. Welche Sportarten verbergen sich hinter folgenden Symbolen? Also, das sind anerkannte Piktogramme auf der Seite des Deutschen Sportbundes. Welche Sportarten verbergen sich hinter diesen Symbolen, die ihr jetzt bitte seht? Also, macht einfach 1, 2, 3. Welche drei anerkannten deutschen Sportarten, es gibt Vereine, verbergen sich hinter diesen Symbolen? Nicht olympisch, ne? Nein. Nein, das sind einfach Sportarten, wo es in Deutschland Vereine gibt, die das spielen. Man merkt, dass Lars die Frage gestellt hat, aber sie hat zu nirgendwo hingeführt. Oh. So. Es gibt übrigens über 90.000 offiziell eingetragene Sportvereine. Danke für diese Information, Andreas. Oder? Oder? 90.000. Ich hätte irgendwo 85 getippt, einfach aus Salaming heraus. Ja, aber dass es dann doch so nah ist. Ja. Scheiße. Bin aber auch ein guter Tipper, muss man sagen. So, Frage Nummer 8. Neigt sich dem Ende. Mal schauen, welche Sportarten wir da wieder finden. Und direkt weiter geht es. Mit einer kleinen Aufgabe zum Zuordnen und jemand, der TV-Historie gut kennt, der wird es vielleicht lösen können. Abbruch! In welcher Talkshow haben folgende Promis die Show verlassen? Also, ihr habt alle ein Arbeitsblatt vor euch, wo ihr das zuordnen könnt. Und auch ganz wichtig, den Namen auf das Arbeitsblatt schreiben. Genau, für die Zuschauer zu Hause. Bleibt bei mir. Zuschauer zu Hause. Max Herre, Eva Herrmann, Wolfgang Bosbach sind die drei, die es verlassen haben. Max Herre, Eva Herrmann, Wolfgang Bosbach. Die möglichen Sendungen. Anne Will, Maischberger, Kerner, Beckmann, Roach und Böhmermann, Markus Lanz. Also, Max Herre, Eva Herrmann, Wolfgang Bosbach. Und wo sind sie gegangen? Jetzt sehen wir es auch nochmal. Anne Will, Maischberger, Kerner, Beckmann, Roach und Böhmermann, Markus Lanz. Haben das Studio verlassen? Geben noch mal ein bisschen mehr Zeit drauf, die Grafik da war. Aber war Busbach Anne Will oder Maischberger? Das sind noch zwei gleiche Personen, oder? Natürlich Höckes Interview. Ja, Eva Herrmann war Kerner. Aber ich kann versichern, dass die einzig AfD-inspirierte Frage war. Busbach war der Will oder Maischberger? Habe ich die alle rausgestrichen, ja, wie sich das gehört. Ach, ich glaube, Anne Will. Gibt es eigentlich eine große, bei Rocket Beans, wo jemand die Show verlassen hat? Bei Valulis war das, glaube ich. Also außer Beef? Bei Beef vielleicht. Ich meine, also Leute rausgeschmissen, ja, aber nicht on air. Oder? Ich sag's auf jeden Fall, wer sitzt denn immer am Kopfende? Alle wieder hier. Passt alle. Gut, dann kommen wir zur 10. Frage. Und da haben Sie auch ein Arbeitsblatt. Haben Sie das schon bekommen? Nein, da gibt's kein Arbeitsblatt. Ah, da gibt's eine Grafik. Frage Nummer 10. Beschrifte die Organe des menschlichen Körpers. Auch hierzu gibt es eine Grafik.
Ihr habt bei euch noch 1, 2, 3, 4. Wir haben es ein bisschen einfacher gemacht. Nur 3 Sachen, die gesucht sind. Und hier sehen wir es. Also, logischerweise die bunt markierten Sachen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich habe gerade überlegt. Rot natürlich, muss man Gunnar zeigen, was es ist. Ja. Die grünen hätte ich jetzt fast gesagt. Die grünen Sachen, Gunnar. Genau, 3 Organe, von denen ich, sage ich mal, mindestens 2 schon in Polen gesehen habe von mir. Ja. Was viele nicht wissen, das Ultraschall von diesem Körper ist deiner, ne? Ist dein Körper. Ja, das ist oh, vor allen Dingen auch Ultraschall. Das Ultraschall. So wie man von Fledermäusen das ja kennt. Ja, mit ihrem Röntgensystem. Zeit lübt, sag ich ja ganz gerne mal so nach dem ersten Coach. Also. Ganz kurz, wie kriegt man das denn? Oder kriegt man denn? Ja, das kriegt man dann immer die Dinge. Da wird die Tüftung. Auf keinen Fall. Okay, was ist denn mit deinem Schwert am Darm? Wie kriegt man denn immer diesen Unheil? Nur 1, 2 oder 3. Alles gut. Beziehungsweise ABC. Gut. Leute, Krane greift rigoros durch. Ich brauche einmal den Namen auf dem Arbeitsplatz. Teamnamen? Fragen. Teamnamen. Fabian wird es jetzt in mühseliger Kleinarbeit ausarbeiten. Okay. Wenn ihr mitspielen wollt, wie gesagt, auf Schreibt einen anderen Namen drauf. Da ist ja der Name drauf. Ist auf dem Ding der Name drauf. Da könnt ihr die Bögen euch runterladen, wenn ihr selbst sagt, ja, meine Güte, das hätte ich doch bisher auch gekonnt. Gar kein Problem, spielt da einmal Name auf das Arbeitsblatt. Mit. Das andere bekomme ich also schon mal. 10 Fragen. Wie viel hättet ihr zu Hause gewusst? War ein bisschen tricky. Bisschen Grafikarbeit. Ich hoffe, ihr konntet mitmachen. Vor allem die TV-Abbrüche. Da bin ich mal gespannt, wer das noch auf dem Schirm hatte. Wir wissen natürlich immer alles im Vorfeld. Das macht es so leicht für uns. Oh, da wird der... Oh, wenn du dich einmal an die Regeln halten würdest, Lisa, ne? Seit Lars einen Hund hat. Alter. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob es von Lars auf den Hund abfärbt oder vom Hund auf Lars. Schwierig. So. Krane begibt sich hier in die Auswertung. Also 20 Fragen noch vor uns, die hier noch auf die Kandidaten warten. Es wird noch ein bisschen unangenehm, ihr kennt das. Wir werden noch einiges hier auch vorführen. Wir werden noch einen Special-Live-Auftritt haben, von dem die Kandidaten natürlich noch gar nichts ahnen. Wird auch eine Riesenaktion. Also es bleibt spannend. Und dann frage ich mal die Regie, können wir denn schon in die Werbung geben? Okay. Lars, erzähl mal ein bisschen. Die ersten 10 Fragen liegen hinter uns. Wie war's? Wie schätzt ihr euch ein? Irgendwas Wichtiges erzählt. Ich glaube natürlich, dass wir alles richtig beantwortet haben, aber es war schon ein bisschen schwierig. Es war so ein bisschen sehr wenig Zeit für alles. Also ich glaube, wir hätten uns gerne noch mal ein bisschen beraten, aber das ist das Kneipenquiz und das macht das Ganze ja so attraktiv. Danke für diesen konstruktiven Kommentar, den ich nicht löschen werde. Kneipenkur, wie war es für euch? Erste Runde. Wie hat sich das Team schon gefunden? Ja, die Fragen waren alle ziemlich schnell beantwortet, aber dadurch, dass man immer so ein bisschen, also 4, 3 Antworten geben musste, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass mindestens eine falsch ist. Und nein, da ich dich kenne, weiß ich, dass es auch keine halben Punkte geben wird. Aber ich glaube schon, dass wir alle beantwortet haben. Okay. Ja, also das Team ist sehr zuversichtlich. Alle anderen sind sich sicher, alles richtig. Alle sind Chemiker einfach. Ja, also es wird irgendwie. Raphael glaubt, er kennt mich vielleicht die größte Erkenntnis von diesem kleinen Quiz. Matthias, wie sah es bei euch aus? Game 2. Also Markus glaubt, wir haben eine gute Runde. Darauf berufe ich mich jetzt hier. Aber es gab keine popkulturelle Frage, keine Pokémon-Frage. Wieso glaubst du das, Markus? Ich habe auch nichts dazu beigetragen. Ich habe das einfach im Gefühl. Also. Aber ja, diese Multiple-Choice-Fragen, die sind immer sehr tricky, weil sobald man da irgendwie das Y nicht weiß, dann ist schon wieder gelaufen. Ja, also, das stimmt. Mal schauen. Aber Markus hat ein gutes Gefühl. Ja. Leichte Frustration bei den Teams, das wollen wir natürlich. Das kitzeln wir gleich noch ein bisschen raus. Das war die erste Runde hier vom Kneipenquiz. Gleich geht's weiter mit der Auflösung und Runde 2. Bis dann. Das Kneipenquiz.
Kneipenquiz. Willkommen zurück beim Kneipenquiz hier live auf rocketbeans.tv. Die ersten 10 Fragen liegen hinter uns. Und Fabian Krane hat das Ganze ausgewertet. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife fangen wir an mit der Auswertung. Danke übrigens nochmal an unsere Freunde von Flaschenpost und Smileys. Ja, das sehen wir jetzt auf den Tischen. Also die Leute begnügen sich hier nur mit dem Besten. Und Frage 1 wollten wir einfach mal so wissen, wie viele Buchstaben hat folgendes Wort? Und ich möchte einfach mal eure Zählungen reinbekommen. Wie sah es bei euch aus? Das hat die Geschwindigkeit sehr schwierig gemacht dieses Mal. Ich glaube, wir waren bei 79 am Ende dann, ne? Gegenstimmen? 78. Ach, jetzt? Also das Alphabet hat ja nachweislich 26 Buchstaben. Also muss die Antwort natürlich irgendwie 26 sein. Völlig richtige Antwort von Wissen, es macht Spaß allerdings. 79, das ist das längste Wort im Dudenkorpus. Da sind natürlich viele Amtsbegriffe und Fachbegriffe. Das also eines der längsten Worte, nicht nur eines, sondern das längste im Dudenkorpus. Wer hatte das denn richtig, Fabian Krane? Ja, also wir hatten ja schon Wissen, es macht Spaß. Und tatsächlich das Team rund um Game 2. Wissen ist. Ach so, ich habe hier als erstes habe ich schon einen Fehler gemacht, indem ich ein X gemacht habe. So, also das Team rund um Game 2 hat's richtig. Hier machen wir auch nochmal einen Haken, den kriegen sie nochmal. Und der Rest hatte es nicht richtig. Aber wieso so überrascht bei Wissen? Es macht Spaß. Ja. Aber übrigens, Fun Fact, absolute Gewinner hatten 78. Absolute Gewinner haben sich um einen verzählt, habt ihr das gehört? Ja, klar, haben sie ja auch gesagt. Ja. So, Frage Nummer 2, welcher dieser Serienväter lebt noch? Nur einer von den dreien, Team Game to Schlau für diese Welt. Matthias. Also wir hatten einiges an Diskussionen, aber wir sind uns eigentlich dann am Ende der Meinung gewesen, dass wir es mitbekommen hätten, wenn der Vater von Ben Stiller gestorben ist. Deswegen haben wir uns für Arthur Spooner entschieden, dass er noch lebt. Wir waren uns aber nicht ganz sicher bei den anderen beiden, aber das war so die Argumentation. Sehr gute Entscheidung. Also, Willie Tanner, Juni 2019 verstorben, Schauspieler Max Wright. Philip Banks, ne, Prinz von Bel-Air, 2013 verstorben, der gute James Avery. Und in der Tat Arthur Spooner, denn er lebt noch, 92 Jahre alt, Jerry Stiller. So, und wie sieht's aus, lieber Herr Krane? Bei Frage 3? Nein, bei Frage 2 würde ich gerne mal wissen, wer es hatte. Außer Game 2. Das Team rund um Nils hatte das richtig. Mhm. Natürlich Game 2. Kneipenkorde ist falsch. Mhm, okay. Absolute Gewinner hat es richtig. Okay. Und Wissen, es macht Spaß. Große Freude. Und Wissen, es macht Spaß hat es. Auch richtig. Auch richtig, genau. Dieses Siegerlächeln müssen wir noch wegbekommen. Frage Nummer 3. Welche zwei Mitarbeiter wurden hier jeweils zusammengemorpht? Zu allen drei Sachen muss ich sagen, can't be unseen. Aber wen haben wir denn da zusammengemorpht gesehen? Bitteschön, Team Kneipenkur. Raffo. Wen haben wir denn da gesehen? Ich will nur kurz mal anmerken, dass es ein bisschen unfair ist, dass in einem Team von 6 Leuten 2 Leute im Team sind. Es war nämlich... Welches Team hat hier 6 Leute, möchte ich da? Naja, also wenn wir das nochmal sehen, dann merken wir... Haben wir die Grafik nochmal zugegen und dann sag uns mal, wen du da gesehen hast. Dann sehen wir natürlich im ersten Bild Lisa, die im Team... Wissen, es macht Spaß ist. Mit wem mit zusammen? Sophia zusammen. Mit wem? Mit Sophia. Ja. Dann haben wir Lars und Michael Kruckmann, der das auch, der Lars übrigens auch im Team Wissen, es macht Spaß ist. Und Er ist nicht dabei. Ich möchte kurz anmerken, dass Lars gesagt hat, er ist nicht in Bild 2. Wobei ich Lars schon gesehen habe, wie er schlechter aussah als dieser Morph, muss ich sagen. Mit wem ist er denn da zusammengemorpht worden? Mit Michael Kruckmann. Und das dritte Team Ultimate Quiz Machine, wen habt ihr denn bei dem dritten gesehen? Wer wurde als drittes da zusammengemorpht? Ja, das ist Tobias Escher und Wirt. Ja. Sieht ein bisschen weird aus. Ist das was du dir bei Bundesliga vorstellen könntest?
Unbedingt. Ja. Jede Veränderung tut uns gut. Gut, also in der Tat, alles habe ich hier schon richtig gehört. Wer hatte denn wirklich alle drei richtig? Alle drei richtig hatten nur Kneipenkur, wie schon gerade gehört. Ja. Und, sehr gut. Und Wissen, es macht Spaß. Uiuiui. Okay, dann interessiert mich aber schon noch, wen habt ihr denn noch gesehen, Game 2? Ja, beim ersten hatten wir auf Sophia und Ronja getippt, in der Tat. Ja, Mann, wir auch, das ist auch Ronja. Erzähl oder? Na, also, wir sind uns einig, das ist Ronja. Ich finde, das sollte zumindest einen halben Punkt geben. Ronja, können wir das nochmal sehen? Und gleichzeitig, Magdalena, zeigt uns mal Ronja oder David. Genau. Und dann schauen wir nochmal, können wir das bauen mit dem offensichtlich Sophia und Lisa Mashup. Kriegen wir das so schnell hin? Wir haben Ronja, da sehen wir es. Also ich kann nicht bestätigen, dass es sich dabei um mich handelt. Okay. Ich bin sehr enttäuscht, dass ihr mich nach einem Jahr immer noch nicht kennt. Okay, guck mal, was wir hier haben. Guck mal, was wir hier haben. Leider nein. Okay, die zweite Auflösung. Oh ja, okay, Lars und Krogi. Schau, können wir das mal live, genau, passt das? Ihr könnt zu Hause mitmorphen, wie immer beim Kneipenquiz. Ja. Wow. Und das dritte Team, haben wir schon gehört, Wirt und Tobi Escher, in der Tat. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Teams, oder? Ja, wer hat das denn richtig gehabt? Nee, das haben wir schon gehört bei drittens. Das haben wir schon ausgewählt. Also Game 2 hat es falsch gehabt. Ultimate Quiz Machine hat auch Ronja gesehen. Und die absoluten Gewinner hatten das auch nicht richtig, oder? Ja. Absolute Gewinner hatten es auch nicht. Gut. Warte. Absolute Gewinner hatten es auch nicht. Nee, genau. Nee. Gut. So, würde ich sagen, Frage Nummer 4. Da wollten wir ja von euch wissen, welche zwei Tänze sehen wir hier verbildlicht. Und ich würde sagen, das können wir relativ unkompliziert auflösen. Ja, aber wir gucken doch erstmal, wir hören doch erstmal rein, was sie gesagt haben, oder nicht? Können wir auch machen, ja. Ja. Was habt ihr denn gedacht, was es ist, Gunnar? Tänzer, alter Tänzer? Ja, also beim zweiten waren wir uns auch nicht sicher natürlich, aber zumindest habe ich da durch diesen schrägen Schritt, der da am Anfang war, gedacht, dass, ja, der beim zweiten da, dieser schräge, der Nummer 3 Schritt da, ist das 3 oder 5? 5? Der geht so ein bisschen in Disco Fox über, habe ich gedacht. Das zweite? Ja. Und das erste, was dachtet ihr da? Dann ist das wahrscheinlich Disco Fox oder was? Nein, das ist doch so schräg. Da haben wir Tango. Da haben wir Tango, weil das so ein bisschen so in die Mitte reingeht. Gegenstimmen oder Zustimmung von den anderen Teams? Also ich hatte zumindest bei der ersten ziemlich sicher Vor-Vortipp, Rück-Rück-Tipp. Oder umgekehrt, wenn man der Kerl ist. Und das wäre Disco Fox. Alter Tänzer, beherrschst du das? Also Disco Fox kriege ich gerade noch hin, das habe ich mal gelernt. Okay. Und rechts haben wir dann eigentlich auf den Walzer getippt. Weil das ist vor links ran, rück rechts ran. Gegenstimmen, absolute Gewinner. Was hattet ihr? Wir haben nur am ersten gedacht, das wäre der Moonwalk. Oh, der Moonwalk. Genau, da hatten wir so ein Solo. Gut. Eddie? Ich glaube, dass da ein Fehler ist. Also Disco Fox, darauf würde ich mich einlassen. Ich glaube aber, dass das zweite ein Wiener Walzer ist. Der sogenannte große Walzer. Eddie, kannst du den großen Walzer, hättest du den, könntest du den? Den kann ich natürlich. Möchtest du uns das mal zeigen? Nein. Okay. Gut. Aber dann, Andreas. Dann würde ich, was? Nee, wir lösen es jetzt auf. Komm nochmal her. Andreas. Was? Oh, shit. Aber die Sendung läuft doch. Was ich dir schon immer sagen wollte. Wir haben eine Live-Sendung. Wir haben eine Live-Sendung. Das Abend. Wir müssen jetzt das. Wie? Was? Okay. Thank you.
Und den Walzer. Dann würde ich sagen, das war, sollte sowas wie der Disco Fox gerade sein. Also 18.45 Uhr haben wir uns zum Üben getroffen als Hintergrundinfo. Dann kommen wir, also in der Tat, eins ist der Disco Fox gewesen. Ja, richtige Antwort von den meisten Teams. Und Tanz Nummer zwei ist der Tango. Bitteschön. Andrea. Nee, das machen wir nicht. Hammer. Wer, Gunnar, möchte schon manipulieren? Wer hat es denn richtig? Aber wie kann man den Disco Fox mit Tango verwechseln? Richtig. Ja, und damit das folgendes Ergebnis, es hat niemand richtig. Lars feiert das Unwissen ab. Aber Nils möchte noch einen Einspruch äußern. Formiert sich da was? Nein, ich meine, es ist vermutlich, also wenn wir jetzt Team Wissen es macht wären, dann hätten wir natürlich jetzt zu unserem eigenen Vorteil angeführt, dass wir es ja richtig haben. Wir haben lediglich aussehen die Reihenfolge falsch gehabt. Das ist. Aber es ist, also noch kannst du das ändern da? Noch ein Haken. Sehr, und ihr habt schon mal geilere Versuche. Was macht den Aeropuerto de Tenerife Serena Sofia EU-weit so einzigartig? Was? Wieso haltet ihr mir das? Fünf Flughafen, was macht den so einzigartig? Jetzt bin ich mal gespannt. Auf die Aufgaben. Antworten meinst du? Auf die Antworten. Ich muss aber sagen, ihr müsst mir nochmal die Erklärung. Wer hatte Frage Nummer 5? Was habt ihr aufgeschrieben? Ich übernehme mal kurz für Luca. Unsere Vermutung war, dass der Flughafen dafür bekannt ist, sehr nah am Strand dran zu sein. Okay. Und dadurch ist er eine Gefahr für die Touristen und andere Leute, die sich in der direkten Nähe davon befinden. Gefahr. Ja, Gefahr für die Touristen. Wir kennen ja diese auf karibischen Inseln, die so knapp über dem Wasser landen. Ja. Na, das haben wir alles schon gesehen. Oder Klagenfurt auch. Oder im Hudson River dann gesehen, wie es nicht geht. Gegenstimmen. Was hattet ihr, Team Ultimate Quiz Machine? Flughafen. Also wir hatten so ein Bild vor Augen. Es gibt so ein ikonisches Bild, wo so ein Flugzeug so halb auf dem Strand parkt und die ganzen osteuropäischen Touristen da am Strand sich bräunen. Und dann haben wir gedacht, so, okay, dass der Flughafen direkt an einem Strand angrenzt, ist irgendwie so komisch. Ey, wer zieht da die Grenze? So, deswegen haben wir gedacht, der ist ja nur deshalb so dicht am Strand dran, weil die Landebahn so kurz ist. Deswegen haben wir gedacht, okay, es ist die kürzeste Piste. Interessant. Absolute Gewinner. Eure Antwort? Ich glaube, wir haben auch geschrieben, er ist fucking nah am Strand und fliegt über die Strandgäste. Fände es gut, wenn die Antwort wäre fucking nah am Strand. Ja, Lars, aber ist auch. Ich kann nur sagen, dass sofern die letzten 10 Jahre nicht noch ein kürzerer Flughafen oder eine kürzere Landebahn gebaut wurde, ist immer noch Funchal. Auf Madeira der kürzeste Flughafen, die kürzeste Landebahn Europas. Insofern muss es was anderes sein. Ich glaube, wir haben uns dann für die längste einfach entschieden. Also, viel Flieger Lars. Richtige Antwort ist, es ist der einzige Flughafen EU-weit, der nach einer Frau benannt ist. Nach Rena Sofia, verweist auf die spanische Königin Sofia, die den Flughafen 1978 eröffnet hat. Aber wie soll man das in diesen Zeiten auch noch wissen, André? Ja, oder? Wer fliegt denn noch? Es ist schwierig, aber wir haben natürlich ein Jet-Set-Kollegium, das durchaus also auch Frauen kennt, da kann man schon drauf kommen. Interessant, der Einzige. Auch der am Strand ist. Also vielleicht ist es ja zusätzlich auch der nah am Strand ist. Es ist halt Teneriffa, da ist eine Insel, also ja, es ist am Strand, ja. Also hier, also, finde ich hier, also. Es findet hier keine Mehrheit. So, also, sechste Frage. Achso, nee, wer hat es denn richtig? Niemand. Niemand hat es richtig? Nö. Boah, was für Showies, ey. So, 5X. Hey, war nicht drauf, weil kein Mikro in der Hand gehabt. So, sechste Frage. Ich wiederhole es aber nochmal. Stehen die folgenden Autokennzeichen? Bitteschön. Nee, Gunnar fährt viel, der weiß es, der stand ja schon lange im Stau. Ja. Haben wir gesehen. Game too schlau für diese Welt. Die Auto. Was? Gunnar, was? Moment, Gunnar, Intervention. Wir haben eine Sache vergessen aufzuschreiben, wir Idioten. Y? Nee. C. Was ist denn C? Ja, wir waren uns nicht sicher, ob es Chemnitz ist und wir wollten noch überlegen und deswegen haben wir es freigelassen. Aber da steht nämlich auch nichts. Schnell hin und trag's noch ein. Hä? Da steht nämlich auch nichts. Ja, weiß ich. Ja. Ja. Wolltest du noch mal eintragen? Ja, nee, ist okay. Okay. Was? Boah, die wollen doch nicht.
Matthias. Ja, wahrscheinlich sind das Diplomaten nur so eine Scheiße, ne? Irgendwie sowas, ne? Sowas ist das, ne? Also, wir hatten ein paar ganz smarte Vorschläge, glaube ich. Zumindest bei HRO haben wir ganz smart auf die Hansestadt Rostock getippt. Wow. Ja, ich glaube, dafür alleine reicht der Punkt schon. Danke, danke. Ja, ist mir egal. Ist unser Punkt. Bei C dachten wir Celle. Da ist nämlich ruhiger hier. Siehst du, ne? Da kommt ja, doch erst weiter. Das Ding ist, dass es aber sowieso egal ist, weil wir bei Y gar nichts geschrieben haben. Oh. Insofern, da vielleicht gibt es das ja auch gar nicht, war nämlich eine Fangfrage, so. Eieiei, wer weiß denn, was Y ist? Bitte schön, Marc Lehmann. Also beim Y bin ich mir noch relativ sicher, dass es die Bundeswehr ist. Was haben wir noch? Bei C sind wir uns allerdings auch nicht so richtig sicher, aber wir haben mal Chemnitz getippt. Ja? Die Frage ist, wofür Zelle ist natürlich CE. Zelle ist C. CE. Okay. Zelle ist CE, deshalb kann es nicht sein. Ja. Zelle ist CE, sagt er zu Recht. Also, wir schauen mal auf die Auflösung. Frage, das waren vier Kennzeichen. Wir dachten, drei Kennzeichen. Ja, bin ich doch. Nee, aber da war noch ein Slash dazwischen und kein Komma. Wir dachten, ihr wollt C/Y und das war uns ein bisschen... Was? Aber wenn wir die Einzigen sind, die da so verstanden haben. Offensichtlich, ja. Aber wir haben extra dreimal geguckt, ob das irgendwie getrennt sein soll oder nicht. Ah. Slash heißt sowohl als auch. Ja. Ah, okay. Krass, da zieht es mir schon das Mikro aus. So, wir schauen mal auf die Auflösung. Also, DD ist was, Krane? DD ist... Dresden natürlich. Ja. Rostock, HRO haben wir schon richtig gehört. Chemnitz. In der Tat. Und die Bundeswehr. Y. Das hatte doch keiner. Oder? What? Kneipenkur? Die kennen uns auch auf den Standstraße. Ja. Wir sind die Straße. Ich dachte auch der Standstraße. Können wir mich noch auf die Box legen, liebe Tonregie? Wissen, es macht Spaß. Wissen, es macht Spaß, hat es auch richtig. Yeah. Stark. Ja, und sonst niemand. Oh. Game 2 hat es nicht gewusst. So. Also, wie gesagt, Dresden, Rostock, Chemnitz, Bundeswehr, das waren die gefragten Sachen. Siebtens, was zählt im katholischen Glauben frei übersetzt zu den 10 Geboten? Eins ist richtig. Wissen, es macht Spaß. Frage Nummer 7. Bitteschön. Lisa. Da haben wir, soweit ich weiß, A gesagt. Mhm. Das war den Feiertag heiligen. Du sollst den Feiertag heiligen. Das werden wir auch morgen tun. Absolut richtige Antwort. Also A. Ja. Und wer hatte das? Das hatten alle bis auf Game 2. Die ausgerechnet die Kirchennächsten. Ja, wirklich. Stimmt überhaupt nicht. Macht keinen Sinn. Man kennt sie für ihre... Ja. So, die hat also falsch, oder soll ich da... Ja, gut. Müsste ich eigentlich... Also. Frage Nummer 8. Welche Sportarten verbergen sich hinter diesen Symbolen? Und wir schauen gleich nochmal auf die Symbole, aber da bin ich jetzt super gespannt. Welche Sportarten habt ihr denn hier gesehen? Bitteschön, liebe Kandidaten. Ultimate Quiz Machine, was hattet ihr? Warum muss ich das immer machen? Ja, also ganz rechts ist natürlich Quidditch, das haben wir alle gespielt. Ah. In der Mitte, wir dachten, dass es Bowling ist. Wir haben uns gefragt, warum das vier Löcher sind. Haben uns überlegt, das eine Loch ist vermutlich, da hat der Grafiker da einen Fehler gemacht. Und das ganz links ist natürlich die Volkssportart Einrad-Hockey. Aha. Und deswegen haben wir, also wir haben recht. Yes. Gegenstimmen. Andere Sportarten, die ihr da gesehen habt in den Piktogrammen. Also, Vierfinger-Bowling. Eddie wiederholt den Gag ganz leise. Also bei Kneipenkur gäbe es noch eine interessante Antwort. Kneipenkur, bitteschön.
Ja, also das Interessanteste wird das Erste gewesen sein, weil da sind wir irgendwie auf Polo gekommen, obwohl mir die Antwort jetzt auch wieder peinlich ist, weil Hockey wahrscheinlich mehr Sinn macht. Wir hatten Hallenpolo bei der ersten. Luca, möchtest du mal ein Pferd malen? Ja, aber das kann ja sein, dass wenn man da sozusagen ne, ohne Pferd in der Halle ausübt, aber das ist dann doch eine sehr beschissene Antwort gewesen. Naja, aber wir schämen uns auch nicht. Stimmt. Ja, was war die Antwort? Als allererstes haben wir gedacht, dass es vielleicht was mit den Paralympics auch zu tun haben könnte. Wir waren wirklich komplett verwirrt. Wir haben uns am Ende für Hallenpolo entschieden. Dabei, ich finde die Antwort von den anderen auch gerade gar nicht schlecht, aber Paralympics ja. Haben wir auch kurz mit also, liebäugelt. Man weiß ja, Pferde haben Angst vor geschlossenen Räumen. Deswegen ja. Kann man ja Pferde dort nicht mitnehmen. In der Tat, Ultimate Quiz Machine hat das komplett richtig aufgelöst. Einradhockey, Bowling und Quidditch. Und wer hat das noch, Krane? Ja, Wissen ist macht Spaß, hatte das. Ja, wer noch? Absolute Gewinner. Ja. Weiter? Das war's. Nein. Ultimate Quiz Machine hat's auch. Ultimate Quiz Machine und Game 2 hat es doch. Das ist schon ein Unterschied zu, das war's. Ja, auch sagen. Knapp daneben. Das heißt, nur die Kneipku hat's nicht gewusst, yes. Stimmt, weil sie da ein bisschen mit Polo unterwegs waren. So, Frage Nummer 9, die wir dann hatten. Abbruch, in welcher Talkshow haben folgende Promis die Show verlassen? Wer hat's gesehen? Wer konnte sich noch erinnern? Marc Lehmann ist jemand, den ich gefühlt bei TV-Historie anrufen würde bei Jauch. Ja, aber? Ich bin mir einzig allein bei dem, was allen am präsentesten sein sollte, nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob Bosbach bei Will oder Maischberger rausgegangen ist. Ich meine, es war bei Will, weil es war so eine Sitzgruppe und Maischberger sitzt am Tisch. Auf jeden Fall Eva Herrmann erinnern wir uns alle bei Kerner, der Autobahngate. Und natürlich Max Herre bei Roach und Böhmermann damals. Ah, Gegenstimmen oder Zustimmung? Wir stimmen zu. Absolute Gewinner stimmen zu. Ja. Also in der Tat, Kerner, haben wir gesehen, Eva Herrmanns Abtritt. Max Herre hat Marc auch richtig zugeordnet. Roach und Böhmermann. Und bei Volker Bosbach, da würde ich sagen, schauen wir... Was habe ich gesagt? Schiebung. Wolfgang Bosbach. Wir schauen mal rein in die Auflösung. Stimmt, Volker, das ist das Problem. Bei mir, weil das macht keinen Sinn, wenn wir nicht mehr reden können, Herr Bosbach. Ich habe Ihnen vor 10 Minuten, 15 Minuten gesagt, was ich mitmache und was nicht. Von Dittfurt ist persönlich vom Verhalten und von ihrer in Anführungszeichen Argumentation unerträglich. Warum muss ich nicht mehr. Nein, Herr Bosbach, bleiben Sie bitte bei mir. So. Er will es von Anfang an. So, also wir haben es gesehen. Wenn ich das jetzt sehe, Volker Bosbach. Wolfgang Bosbach. Ja, aber wieso, wer sagt denn Volker? Ich weiß auch nicht. Ja. Vielleicht wäre das die bessere Frage gewesen. Ja. Einfach nur noch Vornamen nennen von Leuten. Also wer hatte das komplett richtig? Das hatte komplett richtig ein Team. Ultimate! Und das ist... Ultimate! Man hört jetzt vielleicht ein bisschen... Wer? Quizmaschinen. Ach ja, ja, ist das so. Also, alle anderen Teams haben das nicht gewusst. Und die letzte Frage. Beschrifte die Organe des menschlichen Körpers, die wir gesehen haben. Drei Organe waren gesucht. Game to schlau für diese Welt. Hier sehen wir nochmal die Organe eingeblendet. Genau. Und bitteschön, eure Lösungen, liebe Teams. Komm hier, Arzt. Ach nee, auf keinen Fall, nein. Was hatten wir bei B? Leber. Bitte schön. Ich habe alles vergessen. Ja, sagt mal, was ihr habt. Arschleber. Wir haben es vergessen. Wie? Nur Frauen weiß es auch nicht. Wow. Es könnte irgendwas mit Milz, Leber. Ist die Leber. Das ist ja wohl das Einfachste. Was war das Letzte? B, was haben wir da? Das hat Gunnar. C haben wir Gallenblase. Und C, da habe ich den Namen wieder vergessen. Die Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse, also die meisten werden natürlich denken, Moment mal, so viel habe ich da drin? Ja, in der Tat. Wollen wir auflösen, von links nach rechts. Schauen wir nochmal drauf. Krane, was sehen wir links? Ganz links sehen wir die Milz.
Nee, dann ah, haben wir sie falsch stehen. Dann haben wir sie falsch stehen. Da, nee, das ist ja nicht die. Das ist die Leber. Und was haben wir noch gerade? Was haben wir denn dann? Ja, jetzt komme ich natürlich ein bisschen in Bedrohung, weil es auf meinem Zettel falsch steht. Ah, okay. Also. Aber, ja, eventuell. Also liebe Regie, sagt es euch nochmal an. Die Gallenblase oder die Milz? Also, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse. Das ist die Lösung. A, Leber, B, Milz, C, Bauchspeicheldrüse. Ultimate! 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 Also. Das Ding ist, Ultimate kriegt natürlich für jedes zerstörte Requisit dieser Sendung nochmal einen Punktabzug. Und das war jetzt schon das zweite, was da komplett kaputt ist, falls wir das mal einfangen können. Also haben Sie es als einzige richtig gehabt. Yes. Krass. Team Ultimate Quiz-Machine. Wolltest du gucken kommen, Lars? Richtig, Lars? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Doch. Lars kann vielleicht live nachschauen, wo alles ist. So. 10. Kein anderer hat's richtig. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an, wie das jetzt aussieht nach 10 Punkten gespielt. Team Business macht Spaß. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. 6 von 10, stark. Game to Schlau. 1, 2, 3 Punkte. Game to Schlau für diese Welt. 1, 2, 3, 4, 5 Ultimate Quiz Machine. Kopf an Kopf rennen. 1, 2, 3 haben wir hier und wir haben nochmal 3 Punkte. Also, enges Kopf an Kopf rennen. Puh, das wird eine enge Kiste. So, ich würde sagen, wir machen nochmal ganz kurz Werbung, liebes Team. Ganz kurz erfrischen, wir holen uns noch ein kurzes Getränk und dann geht's hier sofort weiter. Ah, okay. Nee, wir machen gleich weiter. Dann würde ich sagen, Runde 2. Let's go. So, Frage Nummer 2. Wir machen direkt weiter. Ihr kriegt wieder eure Antwortbögen ausgeteilt. Fragen 11 bis 20. Sind am Start. Ich schau mal, muss ich wieder irgendwas machen gleich, was unangenehm ist? Ja, nicht wirklich. Naja, doch. Könnte schwierig werden. So, alle haben ihre Bögen und ihr Arbeitsblätter. Dann würde ich sagen, Frage Nummer 11. Wir starten direkt. Wer oder was ist Chandrayaan? Wer oder was ist Chandrayaan? Frage Nummer 11. Eine Minute Zeit ab. Jetzt gerade verschwindet schon hinter der Bar. Bin gespannt. Frage Nummer 11. Wer oder was ist Chandrayaan? Wer hat's gesehen? Wieder unsere Frage. Wer schaut das könnte was Ayurvedisches ab und an mal auf Newsseiten rum? Und ist nicht nur mal ein Bad unterwegs. Ach so, weil das noch. Also irgendwie so eine Gottheit. Das könnte auch. Oder bei Bento. Nee, das ist doch kein. Ja, wir können eh nur raten, über der bestimmt irgendein Newsseiten. Ein rechtskonservatives Medium wie Bento gleichsetzen mit Breitbart. Nein, das ist ein guter. Joke? Ja, nein, war gut. Also ich weiß es nicht. Also mal öffnen gleich. Habe ich noch mal eine Minute. So, also wer da was ist, Chandrayaan spielt zu Hause mit. Und wer das nicht weiß, nein, ich will keinen Tipp geben. Wollte den Tipp geben. Absolute Gewinner. Ich würde indische Zeit. Gewürz zählt ja auch, wenn es Gewürz ist. Gewürz, dann schreib. Gnadenlos ab. So, zwölftens, lieber Fabian, und der David kommt mal zu uns, denn wir fragen euch, für welchen Zweck sind diese beiden Haushaltsgeräte gedacht? Wir warten. Ja, das brauchen wir nicht. Genau, und wir bleiben mal drauf. Zeit läuft. Zu welchem ABC könnt ihr ignorieren? Es gibt nur A und B. Zu welchem Zweck sind diese beiden Haushaltsgeräte? Die hat nicht jeder zu Hause. Schreibt einfach zu beiden, wofür welchen Zweck es ist.
Also, wofür könnte das sein? Wird in jedem guten Haushalt fehlen, sollte aber nicht. Spätestens nach der Auflösung werdet ihr das sagen. Also, zu welchem Zweck sind diese beiden Haushaltsgeräte gedacht? Für welchen Zweck? Karl, hast du eins davon zu Hause? Nein. Nein! Das, damit schließt gar nichts aus. Er sagt ja nicht, was A und B ist. Ist egal, ihr könnt einfach zwei, wenn ihr es richtig habt, habt es richtig. Wie viele Zacken hat das Ding? Eins, zwei, drei. Das haben doch normalerweise so Afroamerikaner in ihren Abfall. 15. Zeit ist abgelaufen, mein Lieber. Kommen wir jetzt zu wahrscheinlich meiner Lieblingsfrage heute. Achtung, gut zuhören. Das hawaiianische Alphabet hat 12 Buchstaben. Lasst euch nicht von ABC irritieren. Das hawaiianische Alphabet hat 12 Buchstaben. Ergänze die fehlenden 6. Das ist eine super schöne Frage. Wir schauen auf die ersten 6 Buchstaben. Ja, das Ernstel quasi auf hawaiianisch. Und ihr ergänzt uns mal, welche Buchstaben da fehlen im hawaiianischen Alphabet. Das ist eine richtig schöne Frage. Ich würde jetzt Timestamp machen zur Auflösung, so schön ist sie. Die Uhr, Andreas. Uhr interessiert mich in Hawaii gar nicht. Da läuft die Zeit anders, da hast du Spaß. Was für ein Spaß ist, dann vergeht die Zeit. Hier, das sieht sich, die Nummer. Von uns und die, also dann fehlen. A, B würde dann fehlen. A, B. Also I bin ich mir 1000%ig. Schön. Also. Dude, Alter. Im wenigsten. Die Frage ist schon viel zu schwierig. Übrigens, Andreas. Schon mal in Hawaii gewesen? Nein. Muss man jetzt wieder 5 Jahre warten, bis man da hin kann? Ja, ja. Muss man. Übrigens, ich blicke manchmal ein bisschen in den Chat. Ja. Und es bahnt sich eventuell ein kleines Gate an. Oh, aber bei was? Was? Bei den Organen. Okay, Organgate, Spoiler. Ja, ich habe nämlich auch die falsche Reihenfolge hier gehabt. Ich nehme ich auch. Ich habe nämlich 3 andere. Ich hoffe, die Regie arbeitet damit rund. Oder du einfach mal. Ja. Schaust da, was wir da bei den Organen haben. Welche Frage war denn das? 10. Okay. Ich glaube, die Leute werden natürlich zu Hause gucken im Kühlschrank, was habe ich noch da? Und sagen, Moment mal, die Milch sieht schon ganz anders aus. Ja, genau. So, Zeit abgelaufen. Nächste Frage. Nummer 14. Ordne die Städte Quahog, Albuquerque und Hawkins ihren bekanntesten Serien zu. Also ordne die Städte Quahog, Albuquerque und Hawkins ihren bekanntesten Serien zu. Die Uhr, Andreas. Uhr lübt. Organe sind da, hoffe ich. Seit der Frage nach der Toten-Serie. Vielleicht ist das mal ein guter Sponsor für, dass wir irgendwann von Organspende Deutschland gesponsert werden. Zeit läuft. Also 3 Städte. Aber oft sind ja die Unternehmen, die damit handeln, nicht so an den Werbungen interessiert, ne? Also, Quahog, Albuquerque, Hawkins. Das sind die 3 Städte und die bekanntesten Serien daraus, die wollen wir hören. Ja, eine Stadt offensichtlich fiktiv. Und Quahog gibt es wirklich. Jetzt am Flirten mit der Kamera. Aber dann doch entschieden weist er uns zurück, das kennen wir. Uiuiui, 15, bist du bereit gerade? Nee, noch nicht. Bau das mal bitte auf. Ja. Diese Spitzen in dem Halter mit dem Plastikgriff. So, welche 3 Städte waren das da? Vielleicht nicht auch. Aber das ist doch kein Haushaltsgerät. Also wenn du dir das in die Hand tust, dann kannst du dich gleich umbringen, wenn du stolperst. Medusa würde das für Haare benutzen. Also, sonst niemand. Nummer 14. Frage Nummer 15. Da muss ich hier ein Extrablatt holen, damit wir das gleich nicht falsch machen. Denn wir haben den letzten Sommertag, habe ich heute einfach entschieden. Wir wollen noch mal ein bisschen am Strand sein, ein bisschen Flair haben, ein bisschen Cocktails genießen. Aber wir fragen uns natürlich immer, was ist da eigentlich drin? Wo war noch mal Rum drin? Wo Wodka? Wo muss Limette rein? Ganz schwierig. Lieber Fabian, nimm uns mal ein bisschen an die Hand. Du teilst erstmal noch an die Teams etwas aus. Das bekommt ihr jetzt.
Einmal Namen drauf. Mixe uns folgende Cocktails mit den Basiszutaten: Caipirinha, Sex on the Beach, Moskau, Mule. Und wir zeigen das Arbeitsblatt mal. Denn das sind die drei Cocktails: Caipirinha, Sex on the Beach, Moskau Mule. Und rechts seht ihr die Zutatenliste. Und lieber David, komm mal hierher, schau dir das mal an. Das sind die Zutaten. Gleich werden wir die mixen. Genau, das also gleich. Und jetzt können wir wieder auf die Grafik gehen. Zutaten jeweils nur ich? Einmal? Wieso denn ich? Mach immer rein. Okay. Können auch Sachen doppelt sein. Macht einfach das rein, was reingehört. Ja, Zucker, kann doppelt sein. Muss nicht aufgehen. Vielleicht ist irgendwas gar nicht drin. Vielleicht ist ja nirgendwo Wodka drin. Das wäre doch ein Reveal. Das wäre doch lustig. So, also, liebe Zuschauer zu Hause, ihr seht die Zutatenliste. Ich lasse noch mal ein paar Sekunden mehr geben. Ne? Hauptsächlich, weil ich die Uhr nicht umgedreht habe. Gar kein Problem. Fabian, bisher nicht einmal zu sehen. And I love it. Was macht mein Getränk eigentlich? Ah, das kann ich mir schon nehmen. Ja, das ist sehr lieb. Könnte auch sein, ja? Cranberry Saft haben wir noch über. Nee. Können Sachen doppelt sein, kann eine Sache gar nicht dabei sein. Bei was? Und. Ja, macht ruhig noch. Komm, ich gebe euch noch ein paar Sekunden. Ja, heute sind wir mal generös. Und dann bin ich ja auch mal gespannt, ob wir noch rausfinden, auf welches Organ diese Getränke gehen. Ja. Denn momentan haben wir offensichtlich keine Ahnung, wo das liegt. So, okay. Frage Nummer 15 liegt hinter uns. Frage Nummer 16 ist aber schon da. Ja, dann lassen wir sie doch rein. Nach einer 2 Stunden Verspätung seines EasyJet-Flugs sagte sich Passagier Michael Bradley scheiß drauf und tat was? Nach einer 2 Stunden Verspätung seines EasyJet-Flugs sagte sich Passagier Michael Bradley scheiß drauf und tat was? Einige greifen sofort zum Shift. Vielleicht waren sie mit an Bord. You never know. Was hat er gemacht? Ich weiß es auch nicht. EasyJet, 2 Stunden Verspätung, da sagt man doch eigentlich nur, ja, noch sind wir im Plan, oder? Ja, eben. Ist es nicht bei Ryanair so, dass sie immer eine längere Flugzeit angeben, als sie eigentlich brauchen, damit sie immer sagen können, wir sind on time? Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht in das Thema ein bisschen zu sehr reingesteigert Fliege hast. Fliege ich zu viel? Vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Wäre geil, wenn die Antwort wäre, dass er einfach bei den Safety Instructions nicht zugehört hat. Auch nicht mehr das, was es mal war. Es ist wie die Cheerleader von Alpha Berlin. Brauchen wir das wirklich noch? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich habe es auch noch nie verstanden. Auch nicht. Im Zweifelsfall, ganz ehrlich, wer könnte wirklich diese Sicherheitsanweisung befolgen? Im Zweifelsfall, ich wüsste gar nichts. Was soll ich machen? Mich erstmal schützen und dann das Kind? Oder erstmal dem Baby das Ding aufdrücken? Oder die Fenster einfach zulassen? Vor allen Dingen, ich bin von den Erklärungen immer mehr überfordert, als wenn wir bei Du bist eine Regelerklärung machen. Zeit ist abgelaufen, was sagst du denn dazu? Frage Nummer 17. Nein. Bitteschön, einmal einblenden. Ich hoffe, die wurde aktualisiert. Wir schauen mal drauf, denn Frage Nummer 17 bedeutet nichts anderes als: Welche dieser Firmen ist nicht nach dem Gründer benannt worden? Frage Nummer 17. Welche dieser Firmen ist nicht nach dem Gründer benannt worden? A. Danone. B. Bayer. C. Maggi. Zeit läuft. Rocket Beans als Antwort wäre natürlich ein bisschen einfach gewesen. Ne? Stimmt. Fliegen hier schon die Requisiten. Also heute ist ja wirklich David. Guck mal hier. Da fliegen hier schon die Sachen. Sieht man das hier? Der muss sich alles selbst aufheben. Welche dieser Firmen ist nicht nach dem Gründer benannt worden? Was? Fünf Gründer, mich zu lieben, kennst du das? Auch ein bisschen nein. Startup-Show. Also, ja. Nee. Ich habe einen Freund dabei, der heißt, aber nach dem Startup. Man kann die Dinger super gut, also diese Pflanze kann man super gut abschneiden, trocknen und hat man Zauberstäbe, um Harry Potter im Garten zu spielen. Ich finde, das ist das beste Argument, was ich heute gehört habe. Was soll das noch werden? Ich würde sagen, wir läuten die Glocken. Ja.
verwirrend. So, Frage Nummer 18. Achtung. Kombiniere, auf welchem Parkplatz steht das Auto? Frage Nummer 18, einmal lesen. Kombiniere, auf welchem Parkplatz steht das Auto? Bitteschön, wir schauen. Kombiniere, auf welchem Parkplatz parkt das Auto? Oder steht das Auto? Ich weiß es, sagt Sarah, das wirklich stimmt. Ob das Auto wirklich richtig steht, sehen wir, wenn die Polizeikontrolle kommt. Aha. Ach ja. Wenn sie gut. Ah, ja, höre ich da. Was? Wie 18. Was? Ja, doch, doch, er hat recht. So, easy heißt es da. Das wollen wir noch mal sehen, wie easy das ist. 17 natürlich. Zeit ist abgelaufen. Ja, das war doch easy. Frage Nummer 19. Multiple Choice erneut. Das Königreich Eswatini. A. Hat einen 11-jährigen Staatschef. B. Hieß früher Swasiland. C. Hat mehr Kühe als Einwohner. Das Königreich Eswatini. A. Hat einen 11-jährigen Staatschef. B. Hieß früher Swasiland. Oder C. Hat mehr Kühe als Einwohner. Swatini. Beim meinem Studentenfernseher haben wir mal 2 Stunden über Swasiland gelacht. Ja, wir schauen noch mal kurz auf die Multiple Choice, auf die Auswahlmöglichkeiten. A. Hat einen 11-jährigen Staatschef. B. Hieß früher Swasiland. C. Hat mehr Kühe als Einwohner. Ich freue mich übrigens auf die Auflösung, wenn C ist. Ist aber nicht alt genug dafür. Möchte ich bitte alle Kühe gezählt bekommen. Ach so. Aber er hat doch welche Haushaltsgeräte sehen. Wo ist denn Swasiland? Fangen wir doch mal so. Also es muss ja nicht heißen, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Aber dadurch, dass es hier das alle nicht kennen, den Namen, könnte es ja wirklich sein, dass es das heute nicht mehr ist. 15. Habt ihr das von Wikipedia, das stimmt? Okay. Also, Frage Nummer 19 beendet. Frage Nummer 20. Worin hält Manuel Laurencio Serrano einen Weltrekord? A. Er isst am schnellsten Toastbrot. B. Er isst die meisten Rocher in einer Minute. C. Er beißt am lautesten in einen Apfel. Und hier sehen wir ein Foto. Ja, das ist eine Ansage. Worin hält dieser Dude einen Weltrekord? A. Er isst am schnellsten Toastbrot. B. Er isst die meisten Rocher in einer Minute. C. Er beißt am lautesten in einen Apfel. Zeit läuft. Aber ich möchte einwerfen. Was ist das? Ja, was sieht da aus? Ne? Was kann man aus so einem Foto sich erdenken? Was könnte der machen? Schwierig. Fußballaffin, klar. Ja, noch einmal die Multiple Choice. Möglichkeiten einblenden. Frage Nummer 20. Worin hält er einen Rekord? A. Er isst am schnellsten Toastbrot. B. Er isst die meisten Rocher in einer Minute. C. Er beißt am lautesten in einen Apfel. Schwierig. Ja, ich finde es gut, dass wir nochmal bei dem Foto bleiben. Also wer es nach dem Foto nicht weiß, da weiß ich auch nicht genau. Also ich finde deine Argumentation recht logisch. Yes. Aber das passt zu seinem Aussehen, deswegen nicht mehr. So, Zeit ist abgelaufen. Das waren die ersten 20 Fragen und Krane sammelt von der anderen Seite ein, hoffe ich. Ist hier der neue Name drauf? Als letztes Mal rigoros. Ich kann euch versichern, im Hintergrund haben wir mindestens 3 Leute aufgeschlitzt, um zu checken, wie die Organe verteilt sind. Und natürlich, die nächsten 10 Fragen werden auch noch aufgelöst. Momentan ist es super eng. 6 Punkte Wissen, es macht Spaß. 5 Punkte für die Ultimate Quiz Machine.
Und jeweils drei für die anderen drei Teams. Ist euer Name drauf? Da ist also noch gar nichts entschieden. Ich würde sagen, wir geben ganz kurz in die Werbung, lassen Krane das alles irgendwie durchrechnen und notfalls schauen wir noch mal, wo seine Organe so liegen. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Heute live aus Studio 15, kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit, an dem, an der Stelle auch nochmal danke an unsere organischen Partner, Flaschenpost und Smileys, was allerdings nicht so organisch lief vorhin, deswegen müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, denn wir hatten vorhin fälschlicherweise, weil wir die Frage Last Minute noch mal ein bisschen abgeändert haben. Wir haben den Magen rausgenommen. Dementsprechend, und wenn man den Magen rausnimmt im Bauch, dann kommt halt alles andere durcheinander. So komplett, ja. So ist es bei Fragen und so ist es eben auch bei der Auflösung. Wir können wir noch ein letztes Mal auf die Grafik schauen. Ja, da sehen wir die jetzt noch mal. Und ja, da haben wir uns eben vertan. Schau noch mal. Also A, in der Tat die Leber, B, die Milz, C, die Gallenblase. Und das hatten nämlich richtig Team, das ist manchmal so, dass wir vom Stand der Forschung überholt werden. Und neue biologische Befunde zeigen jetzt, ist es doch anders, als wir noch vor einer halben Stunde gedacht haben. Also. Warte mal, guck mal, alle freuen sich. Komisches Symbol geht da nicht so drauf. Alle freuen sich mit uns. So, und wir sehen also, Wissen, es macht Spaß, hat es dann doch richtig. Hier fliegen Stifte. Und wer hat es noch richtig? Wissen, es Game 2 hat es auch richtig. Ja, wir wollten schon protestieren, aber Entscheidung vom zum Dank des Friedens hier haben wir nichts gesagt. Runde war vorbei! Der klassische Runde war vorbei, Chant. Und wir müssen einen abziehen, leider, bei Ultimate. Zweiter Platz. Und damit gibt es hier einen quasi unerträglichen Vorsprung schon für Wissen. Es macht Spaß. Ja. Aber auch da versuchen wir gleich nochmal zu intervenieren. Frage 11. Wir wollten wissen, wer oder was ist Chandrayaan? Aber eigentlich haben wir euch gefragt, Leute, wer war einmal auf Spiegel Online in den letzten 6 Wochen? Ja. Wer war es denn? Wer hatte eine Ahnung? Wer oder was ist Chandrayaan? Ja gut, die Bild Plus Abos bringt es natürlich nicht. Ne? Team Ultimate Quiz Machine, was habt ihr gesagt? Das ist natürlich eine Hunderasse aus Rheinbeek. Das sollten wir zumindest prüfen online, würde ich mal sagen. Halber Punkt. Könnte stimmen. Irgendjemand was anderes? Nichts Richtiges. Okay. Wow. Ja, dementsprechend sehen auch die Antwortbögen aus. Jesus also Christ. Also ich habe hier eine Kamasutra-Stellung. Wer hat das gesagt? Business macht Spaß. Wer ist das nochmal? Okay. Vormachen. Wie hattet ihr euch das gedacht? Wissen, es macht Spaß. Wie könnte das aussehen, so eine Chandrayaan? Eddie? Glas? Nein, das ist halt das Offensichtlichste. Klingt halt wie eine Kamasutra-Stellung. Ich dachte aber, wenn ihr die Frage so stellt, wer oder was, dann ist es bestimmt wer.
Weil wenn es etwas was wäre, dann hättet ihr einfach nur was gefragt. Was? Also. Und damit gibst du das Mikro bitte wieder ab, Lars. Was, Erik Paulsen? Gut. Ja, ich habe hier einiges gesehen. Kannst du vielleicht mal ein Bild dazu aufrufen, gleich nochmal? Ja, denn gleich. Ich glaube, wir müssen es sehen, um es zu verstehen. Und ich würde sagen, heute besonders bitter, dass Lanz Mangino nicht dabei ist. Der hätte das vielleicht als Patriot gewusst, lieber Fabian. Ja. Haben wir was zu sehen? Ja, wir haben was. Dann würde ich sagen, schalten wir einfach mal drauf. Also, das ist die indische Mondmission Chandrayaan 2, die versucht hat, auf dem Mond zu landen, beziehungsweise das Landemodul leider abgestürzt. Frage ist aber, war dieser Absturz irgendwas Kamasutra-mäßiges? Ja. Nein, wusste Nein. keiner dementsprechend. Ja, ja, gut. Also, wer hatte Indisch? Dafür gibt es beim Inder. Das werden wir sehen. So. Also, was für ein Chandrayaan. Zwölftens, für welchen Zweck sind diese beiden Haushaltsgeräte gedacht? Jetzt bin ich super gespannt. Hast du die Geräte nochmal für uns, Fabian? Oder gib mir die einfach mal rüber. Aber dieser Kamm. Bitte schön, diese beiden Haushaltsgeräte. Und liebe Teams, was dachtet ihr, wozu sind die denn gemacht? Lisa. Ich glaube, dass es zum Wolleweben ist. Wolle! Wolle weben. Aber dir ist schon klar, dass es zwei sind, ne? Ja, das eine ist ein Kamm, für, um die Wolle zu kämmen, und das andere ist so eine Spindel, wo man die Fäden durchzieht. Nee, das ist totaler Quatsch, Lisa. Ah, ist das also so ja, das etwas? Ist, da misst man Nudelportionen genau. mit. Ja. Spaghetti. Das haben wir ja. auch. Spaghetti-Messding. Wir haben auch beide. Und das erste ja. ist... Jetzt, ja. Also das... Ja, das erste ist auf jeden Fall zum Zwiebelschneiden. Das steckt man so in die Zwiebel rein und dann kann man mit dem Messer so in... Ich hab das doch gestern erst benutzt, Mann. Das steckt man in die Zwiebel. Komm mal her, Nils. Komm mal her, Nils. Super gut, Daniel. Also, Nils behauptet, das sei hier für Zwiebeln gedacht. Bitte schön, Nils. Ja, aber damit sticht man ja dann Löcher steckt das natürlich hier in die Zwiebel rein. So. Etienne sagt gerade, ihr habt eine Zwiebel da. So. Klappenküsse wird immer besser. So, dann machen wir das. Zeig das nochmal, ja? Du das so rein. Lass uns Nils. Und dann gehst du mit dem Messer in die Lücken. Und dann kannst du so. 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 Und dann jetzt machst du das zu Ende. Und wenn du es rausziehst, dann hast du hier. Die gefährliche Zwiebeln. Ohne Scheiß googeln, Webkamm, das sieht genau aus. Könnt ihr mal bitte googeln, wie ein Webkamm aussieht? Ja, wir hätten eine Bitte. Könnt ihr mal bitte googeln, wie so ein Webkamm aussieht? Googeln oder Nudeln. Ihr könnt wie das auch Nudeln. Wie witzig wäre es, wenn Nils die falsche Antwort gegeben hätte? Ja. So. Nee, es ging nur zufällig jetzt gerade. Wir konnten das ja nicht von nah also, sehen. In der Tat ist das hier ein Zwiebelkamm Ich habe das gewesen. Nicht von nah gesehen. Ich möchte den Webkamm sehen. Heißt tatsächlich so. Und die absoluten Gewinner haben es richtig gesagt. Hiermit misst man die Nudelportionen in der Tat ab. Also es geht aber nur für Spaghetti, seien wir ehrlich. Weil die ganzen Penne oder so, wie willst du das abmixen? Ne? Geht nur für Spaghetti. Und lieber Fabian, die haben wir auch da. Oh, er zeigt das mal. Das wäre eine Portion? Ja. Das ist viel zu wenig für eine Portion. In den Webkamm sehen. Das wäre so klein. Ist der Webkamm gegoogelt worden? Jeder gute Haushaltsmensch braucht das. Ja. Gut, also in der Tat ein Spaghetti-Maß. Finde ich. Und was sticht ja wohl. Haben die Teams denn so kurioses Schiebung geantwortet? Hier. Ja, also, nee, macht Spaß. Wolle weben habe ich gelesen, Stricknadel und ja, aber Google, Fadenentzerrer. Bitte was? Fadenentzerrer, ich weiß auch nicht, was das sein soll, von Kneipenkur. Okay. Dann, Game 2 ist schlau für diese Welt, hat eine interessante Antwort. Hier steht nämlich Nudelportionierer und Lachsstecher. Loch? Kannst nicht. Nein, der gerade. Und? Da steht nicht Lachsstecher, da steht Lochstecher. Und ich würde sagen, man sticht ja wohl Löcher in diese Zwiebel rein. Weißt du was? Weißt du Matthias? Was? Lachs wäre sogar richtig gewesen. Denn man kann das auch zum nicht Portionieren von Lachs nehmen. In der Tat. Ja. Wow.
Geil. Hammer. Gib mir einen halben Punkt an Game 2. Nein! Das steht doch ganz. Diese Ehrlichkeit muss bestraft werden. Also, ich meine, wie gehen wir, Team Heidenex, Gunnar, wie gehen wir mit phonetischen Gags um? Ja. Oder gar nicht beachten! Gar nicht beachten, alles zum Teufel. Gut. Halber Punkt. Hatte es denn irgendjemand richtig? Komplett. Jawohl. Und Ultimate Quiz Machine offensichtlich. Ja. Ultimate Quiz Machine. Was? Ja, warte. Also, Ultimate Zudelding mag. Ich will das mal ein bisschen. Ultimate Quiz Machine hat's richtig. Wer noch? Wer war das zweite Team, Krane? Nee, sonst niemand. Das war der süßeste Ultimate-Chant, den ich gehört habe. Ganz leise. Ultimate, Ultimate. Das ist so wie ich will CDU, CDU. Lass mich mal sagen, wer hat's noch richtig gehabt? Niemand. Ultimate. Niemand. Also, niemand weiter wusste beide. Ah, doch. Oh, das steht doch da. Ihr habt es quasi schon gewertet. Dass die Wertungsrunde ist durch. Da kann man doch wohl einen halben Punkt vergeben. Nein, kein Punkt. Kein halber Punkt. Findet keine Mehrheit, sorry. Gerechtigkeitsrufe beim Kneipenquiz. So, weiter geht's. Ach, Leute. Oh. Oh, das ist eine tolle Frage. Das ist so schön, wenn ihr die Auflösung hört, wie wir es uns gedacht haben. Aber es haben wir nicht gefilmt. Dementsprechend hawaiianisches Alphabet. 6 Buchstaben habt ihr vorgegeben. Welche anderen 6? So, und jetzt will ich, eigentlich frage ich gerade, wer ist der Schlauste hier im Raum? Was dachtet ihr? Nehmt mich ein bisschen mit. Wie habt ihr es gedacht? Anyone? Lisa, ja bitte. Also wir haben überlegt, dass es auf Hawaii Honolulu gibt und den Tanz Waikiki. Und dementsprechend haben wir die Buchstaben noch dazugefügt, die fehlen. Also ein I, ein L, ein H, ein W und ein U. Weil wir geschlossen sind! Alle gewählt? Entschuldigung. Da fehlt noch eins, ne? I, L, H, W. Achso, das N, genau, das hatten wir auch noch. Gegenstimmen. Ja, wir hatten eigentlich eine ganz... Wir haben andere Wörter benutzt, aber sonst ist diese Logik einwandfrei. Also Logik einwandfrei... Ihr habt, so, wir schauen nochmal auf die Grafik mit den Lücken. Und Lisa hat natürlich komplett richtig an die Hauptstadt Honolulu gedacht. Dementsprechend ist da das U aus Honolulu, das L aus Honolulu, aber auch das H aus Honolulu und... Das zweite, was man überlegen kann, ja, das N aus Honolulu. Hey, es ist Hawaii und es wäre ja eigentlich ganz geil, wenn sie ihren eigenen Namen buchstabieren könnten. Dementsprechend kommt das I noch dazu und das W noch dazu. I-U-N-W-L-H. Das sind in der Tat die 6 Buchstaben. Ja, und man sieht es an den Leuten. Starke Leistung, stark kombiniert. Was kennt man für Begriffe? Das ist traurig. Hawaii, Honolulu, super. Stark. Game 2 hat es auch richtig? Yes. Kriegen 2 Punkte. Ja. Quatsch. Ja. So, wer hat es denn richtig? Die beiden Teams offensichtlich. Ja, und Ultimate Quiz Machine. Das wirkte so, als hätten sie es selbst vergessen zwischendurch. Ja, okay. Gut. Soll ich immer so einen Larry machen? Und da war er aus Versehen der Einzige, der redet. Frage Nummer 14. Ordnet die Städte Quahog, Albuquerque und Hawkins ihren bekanntesten Serien zu? Gunnar. Ja, welches hast du zuerst genannt? Quahog. Quahog ist natürlich Family Guy, Albuquerque, glaube ich, Breaking Bad und Hawkins natürlich Stranger Things. Wir sind nochmal kurz zusammengezuckt, als der Stranger Things Staffel 4 Teaser kam und es hieß We're not in Hawkins anymore. Müssen wir das in die Frage einbauen? Nein, müssen wir nicht. Alle anderen stimmen natürlich. Albuquerque in der Tat Breaking Bad und Family Guy. Wer hatte das auch richtig? Wissen, es macht Spaß. Mm. Kneipenkur. Game 2. Kneipenquirk? Kur. Ah. Quirk. Game 2. Absolute Beginner. Also alle Teams. Okay, und du lässt mich trotzdem hier hin und her springen, ja? Ja, ich schön alles abtragen. Singen können wir nicht. Gut. Jetzt haben alle richtig. Krass. Yes. Serienfreaks unter uns. Huiuiui. Frage Nummer 15. Mixe uns folgende Cocktails mit den Basiszutaten. Caipirinha, Sex on the Beach, Moskau
Mule. Yes. Krane. Ja, ich habe ja natürlich alles hier. Du hast alles da an Zutaten. Und ich würde sagen, hast du denn eine Antwort rausgefunden, die du uns gerne mal mixen möchtest? Was? Ja, tatsächlich war gar nicht so viel Überraschendes dabei. Aha. Dann fang doch mal an und mix uns einen Caipirinha. Caipirinha. Also, okay, also er hat alle drei Drinks hoffentlich schon mal gehört, möchte ich sagen. Was ist so, da bleiben wir jetzt schön drauf. Nö, brauchst gar nicht auf mich gehen. Den also, wollen wir jetzt schön suchen sehen. Okay, wir fangen an. Machst du eine Limette? Also, wenn das Messer gehen würde. Gibt's keinen Limettenkamm? Machst du einen Viertel raus? Machst du halb? Ja. Scheiße. Nimm doch den Zwiebelkamm lieber, Mann. Die machst du hier rein. So. Man sagt ja Zwiebelkamm, Zwiebelgo ist ja mal das Motto, ne? Ja. Limette hast du. Dann nimmst du hier dieses, diesen Alkohol, der... Cachaça, Mann. Zerstoß das doch erstmal, sagt Gunnar. Mit Zucker zerstoßen, natürlich. Ich mach hier zwei... Dreht sich im Grab. Mir war nicht klar, dass der im Grab ist. Dann machst du. Dann machst du. Dann musst du das hier zerstoßen. Tut echt weh, ne? Ich hatte mal eine Bar, ne? Viele Köche verderben den Brei. Was ist hier los? Du musst das zerstoßen. Parallel. Könnt ihr nicht Chris Bogen reden? Auch mal rein. Das ist hier dieses Cachaça. Ne? Ein bisschen rein. Cachaça. So. Müssen wir das wieder tanzen gleich? Dann ein bisschen Limettensaft noch drauf. Doch, braucht man. Doch. Oh. Braucht man. Rein damit. Wenn du da genug Limetten drin hast, brauchst du nicht noch extra Saft drauf. Aha. Ja, und jetzt kommt aus Limetten. Und jetzt käme da noch Crushed Eis drauf. Was wir natürlich nicht da haben. Hast du nicht geholt? Nee. Doch, ist oben. Ah, ist oben. Also wenn du jetzt kurz überbrückst, Andreas, dann hole ich das ganz schnell. Nein. Also. Kannst du noch ein bisschen umrühren? Sag nochmal die Zutaten. Crushed Ice sehen wir. Limettensaft, Rohrzucker, Cachaça und zwei Limetten. Aber. Das ist gelogen. Das ist wirklich der erbärmlichste Kaipi. Stell euch vor, ihr bestellt das, wollt einfach noch einen schönen Feierabenddrink haben und dann wird das geliefert. Ich kann euch alles von dem Dude. Hey, kein Problem. So, Widersprüche beim Kaipi, Fragezeichen. So geht das. Kaipi, ja. Bella, hat ihr den Kaipi richtig? Kann ich den Kaipi trinken, wollte ich fragen. Bella kriegt den Kaipi jetzt serviert. Ja, das ohne okay. Eis und ohne... Boah, das wird hart. Wow. Ich stelle ein kühles Bier rein. Ja, wir wollen aber trotzdem protestieren. Auf jeden Fall. Genau. Also noch ganz kurz, Limettensaft, ich trinke das jetzt, aber normalerweise würde ich das nicht in meinen Kaipi packen. Limettensaft gehört da nicht rein. Aber da wir kein Eis haben, also ich glaube nicht, dass Limettensaft da standardmäßig ist. Also, wir machen erstmal... Limettensaft ist ja richtig, aber nur, wenn du halt Limettensaft von der Limette nimmst, ne? Ja. Also das ist die Definition. Limette, dann brauche ich doch keinen Limettensaft mehr. Ne? Aber Limette und Limettensaft ist das falsch. Und Soda fehlt, das muss ich jetzt mal ganz kurz... Von Marc Lehmann, bekannter Cocktailtrinker. Wenn man die Limette dann zerdrückt, was ist denn dann das? Ist Limettensaft, aber wenn du beides... Ach so. Oh. Das ist das Problem. Also okay, verstehe. Es ist eigentlich doppelt gemoppelt, ne? Er hat ja extra Limettensaft aus einer Flasche genommen. Das ist falsch. Ja, es ist, glaube ich, in beiden Fällen. Und das war die Intention von euch, deswegen ist Limettensaft falsch. Ja? Sprich ruhig weiter. Protest. Aber trinkst doch sonst nur Alkohol und Wasser. Ich war Barchef. Ich weiß das. Denn der weiß das. Wow. Also Team Kneipenkur will sich anschließen. Mach den scheiß Limettenensaft da rein. Ich kann schon mal sagen, wir sind da kulant in der Thematik Limette und Limette. Das will ich auch hoffen. Es sei denn, Nils Bohmhoff hat einen Einspruch, da bin ich natürlich immer gehört. Ich finde hier unsere Kollegen vom Tisch absolute Gewinner haben das fantastisch formuliert. Und genauso wie jetzt irgendwie die Bauchspeicheldrüse nicht irgendwie als was anderes durchgelassen. Du hast ja gesagt, man muss nicht... alle Zutaten benutzen, eventuell sind auch welche überflüssig. Du hast nicht gesagt, alle müssen weggestrichen werden. Und die Argumentation von eben kann ich nicht verbessern. Es ist de facto so, du packst Limetten rein, die schneidest du, die zerstampft, die werden gemörsert aus dem Zweck, dass, und es gibt zusätzlich Limettensaft noch aus Flaschen. Und wenn du beides in die Liste packst, ist völlig klar, dass das mit dem Limettensaft nicht die Limette gemeint ist. Ich würde sagen, die einzige...
Die Einzige, die das sagen kann, ist Bella. Ist da zu viel Limette drin? Ja. Nein. Ja. Zu viel Limettensaft. Ja. Ja. Also den Saft meine ich. Too much juice. Zu viel Limetten. Also. Zu viel Saft. Weiß man, das ist entweder Saft. Oder. Entweder drin. Oder. Aber wir probieren das natürlich nochmal mit Crushed Ice. Ich noch Eis dafür. Das ist kein Crushed Ice. Das ist kein Schiebung. Crushed Ice. Das ist Eis. Kein Crush. Das sind normale Eiswürfel. Also ich bin für entweder oder. Also wir haben gerade die Live-Probe aufs Exempel gemacht. Hatten wir nicht. Und Bella kann jetzt noch mal mit Eis sagen, ja, ist da zu viel Limette drin. Ja, aber das ist ein normaler Eiswürfel, das ist kein Crushed Eis. Eiswürfel sind kein Crushed Eis? Limette ist okay, aber der Saft ist halt so ein bisschen, der stört. Du merkst auch, dass er künstlich ist und dass der nicht aus der Frucht kommt. Das ist halt immer das Problem mit Limette. Aber im Sex on the Beach ist der Hammer. Ja, kommen wir zum Sex on the Beach. Kran ist kein Barkeeper. Ja, da weiß ich ja natürlich. Leute, ihr habt doch eh nicht alle drei richtig. Na klar. Sex on the Beach, Kran, let's go. Ja, auch da weiß ich natürlich ganz genau, wie der funktioniert. Oh, das sieht so aus, als könnten wir wirklich nur noch zwei mixen. Ne? Schauen wir mal. Bei anderen Sendungen wird da unnötig neue Flasche geholt. Hier einfach die Reste verwerten. Jo, ja, gut, okay. Da macht man ein bisschen Wodka rein. Ja. Da machen wir ein bisschen Pfirsichlikör rein. Auf die Antwortbögen! Hälfte der nächsten Antworten nicht mehr zu lesen so, gerade. Dann macht man ein bisschen Orangensaft rein. Mhm. Burschenlimetten, so, füllt ein bisschen auf hier. So, und dann kommt da noch ein bisschen Cranberry. Aha. Cranberry. Was haben wir noch eingepackt? Und dann noch ein bisschen Eis. Auch da haben wir wieder. Und zack, fertig. What? Du shakes das vorher. Das muss doch nächste Runde wieder getauscht werden. Das ist alles wieder falsch. Alle sind leise. Rein. So, mach mal den dritten. Wobei, wir lassen den probieren. Ich habe übrigens noch das hier, ne? Aber bitte den Künstler. Die machst du bitte noch da rein. Ja, die. Genau, der ja. Aber also, steht wir nicht den auf den ja. Hat das Prinzip jetzt verstanden für die Bewertung auf der Zutatenliste. Hey, kriegen wir den zum Probieren oder was? Gut. Ja. Also. Da fehlt was. Aber das ist halt kein richtiges, also das Eis ist komplett fehl am Platz. Bei Crushed Eis gehört da. Ja, ja, Gunnar, probiert. Gib's mal, Gunnar. Ich bin für die frische Limette. Oh Gott, wie lieblos. Fang das mal ein, David, was er da für ein liebloses Zeug bringt. Bitteschön. Wow. Wow. Das muss kein Trinkgeld Gunnar, für Kane. Schmeckt dir das? Probier mal. Und den Moscow Mule für Lars. Da fehlt was, da fehlt ja, was, nee. Oder Gunnar? Was fehlt da, Gunnar? Also ich würde da kein Crushed Eis erstmal reinmachen. Boah. Ja, ja. Genau. Und außerdem, da würde ich noch so einen kleinen Spritzer Limettensaft reinmachen. Ja. Das schmeckt richtig lecker, tatsächlich. Dann würde ich den Punkt geben. Ja, komm, oder? Nein. So ein klein bisschen Limettensaft? Nein. Die Säure Rundfug. Fehlt. Die Säure fehlt. Die Säure fehlt. Nein. Schade, aber nein. Fast richtig, die Säure fehlt. Ist das vielleicht der... Gunnar hat jahrelang Cocktails gemacht. Stimmt doch gar nicht, er hat auch von Pogo. Die von Chris Pogo getrunken. Oder hat Gunnar da etwa gerade den halber Punkt gemixt, den er da gerade selbst erschaffen hat? Wir schauen nochmal in den dritten rein, Moskau Mule. Bitte ja, schön, ein bisschen Papa. Wodka da rein. Natürlich, aber auch nur ein bisschen. Aber nicht auf jeden Fall. Dann ein bisschen Limettensaft. Ja. Mhm. Nein! Nein! Was? Haben wir das aufgeschrieben? Nee. Also, in der Cocktailbranche gibt es übrigens mehrere Rezepte, ja? Das ist ganz wichtig. Gingerbier rein. Du kannst da auch ein bisschen Limette reinschütten, das meine ich. Was ist das jetzt gerade? Gingerbier? Gingerbier. Und dann machen wir noch ein bisschen Gurke rein. Gurke rein da! Du machst da keine Limette rein. Man kann da Limette reinmachen, muss man aber nicht. Das ist korrekt. Das ist richtig, was er sagt. Ja, die Limettenkneipe ist das. Den möchte Lars mal probieren, glaube ich. Richtiger Saftladen. Habt ihr übrigens, habt ihr eine Lizenz? So, Lars probiert den jetzt mal. Und wir fragen Lars einfach mal, was das für ein Cocktail ist. Psst, er darf es nicht wissen. Das
Einzige, wo ich mir sicher war, ich habe jahrelang gesagt, ich habe seit Jahren keinen Wodka mehr getrunken und dann fiel mir ein, dass in Moskau Mule ja auch Wodka drin ist. Wir haben doch letzte Woche. Ist da Limette drin? So, also. Der Typ hatte meine Satire-Sendung, ne? Unsere Quelle ist natürlich cocktails.de, glaube ich. Ja. Ist die Seite. Ist immer die erste, die auf Google kommt. Dementsprechend haben wir für den Kaipi folgende Zutaten: 2 Limetten, Cachaca, Rohrzucker oder Cachaca, Limettensaft und Crushed Ice. Bei Sex on the Beach, Wodka, Pfirsichlikör, Orangensaft, Cranberry-Saft. Crushed Ice. Und beim Moskau Mule Wodka, Limettensaft, Ginger Beer, 2 Gurkenscheiben und Crushed Ice. Das offiziell, wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir haben das mit der Cocktail-Innung besprochen. Und ich frage mal ganz keck, hatte das jemand richtig? War scheiße. Anmerkung. Sex on the Beach, ne? Ja. Du shakest es mit dem festen Eis und es wird natürlich Crushed Eis, aber du packst da kein Crushed Eis rein. Ja. Du schüttest das raus und brauchst kein Crushed Eis mehr. Die Herkunft von Crushed Eis. Also ich mach mal hier. Crushed Eis gehört in den Kaipi, in die anderen gehören, wenn dann Eiswürfel, aber kein Crushed Eis. Mhm. Crushed Eis ist auch keine Zutat. Crushed Eis ist keine Zutat. Oder? Ich mach jetzt mal einen Vorschlag. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Wir gehen einfach gleich zur nächsten Frage über. Das wird doch nichts. Es sei denn, natürlich, jemand hat es per Zufall richtig gerade. Können wir das nochmal nachprüfen auf Cocktails? Komm, wir gehen jetzt nochmal auf die Quelle. Wir müssen die andere Seite. Ich rufe jetzt Chris Pogo an und der sagt dir, wie das geht. Ey. Hast du die Nummer? Ja, mach mal. Ich habe mein Handy abgegeben. Jetzt holt Gunnar gleich sein Handy raus und ruft kurz an. Ja, ich rufe ihn an. Ruf mal Pogo an und wir fragen ihn einfach. Und wir fragen Pogo, wie er das sagt. Aber wir können jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich niemand einen Punkt kriegt. Es sei denn, Pogo entscheidet alles noch. It's live, baby. Wir entwickeln die Show einfach. Mein Akku ist leer. Was los, schnell? Pogos Akku ist leer. Wir müssen schnell machen, sagt er. Schnell. Pogo, du kennst dich doch gut aus mit Cocktails, ne? Ja. Pass auf. Du bist übrigens live gerade bei Kneipenquiz. Ihr seid zu dumm, ey. Ja, okay, weiter. Okay, pass auf. Caipirinha, ne? Kommt doch rein. 2 Limetten, Viertel, Cachaca, Rohrzucker. Nein, frag ihn, was da reinkommt. Was kommt da rein? Was wollt ihr wissen? Oh, in Caipirinha oder was? In Caipirinha, was kommt da rein? Da kommt rein Cachaca, da kommt Limette rein, Rohrzucker und aufgefüllt wird das mit Soda. Hab ich vorhin gesagt! Zweite? Okay. Sex on the Beach? Oh Mann, ey. Das hat mich enttäuschen. Okay, Moskau im Mule? Oh Mann, ey, wie viele Fragen hast du denn noch? Nee, nur die 2. Nur die 2. Ich muss jetzt hier weitermachen. Ja, warte mal. Moskau im Mule. Da kommt eine Gurke rein. Da kommt. Ginger Beer kommt da rein und ich weiß nicht mehr welcher. Vielleicht noch ein bisschen Limettensaft? Nein, Wodka. Eventuell. Okay, danke dir, Pogo. Schönen Abend. Also, ich nehme diese Frage aus der Wertung raus und schlage vor, dass wir alle Cocktails nachher nochmal probieren in allen möglichen Konstellationen und das nochmal genau prüfen. Dann stellen wir diese Frage zurück. Keine Punkte. Frage Nummer 16. Nach einer 2 Stunden Verspätung seines EasyJet-Flugs sagte sich Passagier Michael Bradley scheiß drauf und tat was. Und Mark hat sofort zum Stift gegriffen. Es wäre doch eine schöne Geschichte, wenn er einfach sagt, ey komm, ich flieg jetzt selber, oder? Es wäre doch eine schöne Geschichte. Er geht ins Cockpit und fliegt einfach selbst. Fände ich gut. Das ist korrekt. Das wäre eine schöne Geschichte. Das wäre gut. Aha. Gegenstimmen, Feline? Also ich kenne eine Geschichte, in dem ein Passagier so genervt war, dass er die Notfallrutsche betätigt hat und das Flugzeug verlassen hat, weil er einfach keinen Bock mehr hatte zu warten. Schlechte Geschichte. Einer von beiden hat recht. Und wir schauen mal. Schade.
in die Auflösung rein. Bitte schön. I'm standing in the terminal doing nothing. I've got my license with me, deliberately. Being pushed in the back of the entrance rear, yeah. I've got my ID with me, and I'd very much like to go on holiday. And if you need a favour, I'm standing here ready to go. And he said, we'll phone you back. 38 seconds later, they phoned me back and said, please, please, pretty please, with a big cherry on top, can you fly the aeroplane to Alicante? If you're all right for one of your pilots to look like for this today, we'll go to Alicante out that side. Also, in der Tat, er die Hose ist gemacht, selbst war nicht geflogen, richtig, weil er eine Pilotenlizenz hatte und die auch dabei hatte, hat er die Erlaubnis bekommen, das Ding zu fliegen. Und wissen, es macht Spaß, hatte es wohl richtig, Kane. Yes. Also, die nehmen wir hier komplett aus. Die ist richtig. Wer hat es noch? Ultimate Quiz Machine hat es nicht. Game to Schlau hat es offensichtlich auch nicht. Also absolute Gewinner hat es. Wir haben es, absolute ja, Gewinner hat es, richtig. Wir haben es richtig. Geil. Ja, und sonst niemand. Kneipenkur? Nee. Auch nicht gewusst. Aber wir hatten einen guten Tipp. Frage Nummer 17. Sehr welche gut. dieser Firmen ist nicht nach dem Gründer benannt worden? Frage Nummer 17. Wer hatte da eine Ahnung? Vielleicht Raffo, Team Kneipenkur. Was hattet ihr? Danone, also, Bayer, Maggi. Mein Team hat sich für Maggi entschieden, weil Maggi auch ein komischer Nachname wäre, oder? Danone ist ein schlüssiger Nachname. Und wir dachten auch, das ist so ein typisches 50er-Jahre-Markenwort, das klang am abstrusesten, deswegen war das bei uns nicht der Nachname. Mhm. Hat das was mit Mama zu tun? Hat das was mit Mama oder zu oder mag tun? Ich oder so, ist der ist auch gut, ja? Ja, okay, gibt's noch Gegenstimmen? Ich sag euch, wer ein Problem mit eurer Meinung hat, das ist der gute Julius Maggi, der Begründer von Maggi ist. Friedrich Bayer ist der Mann hinter Bayer. Und Danone, somit die richtige Antwort, nicht benannt. Ganz kurz, hattet ihr es richtig? Ja. Gut, Ultimate Quiz Machine hat es offensichtlich richtig, Krane. Frage Nummer 17. Du willst wahrscheinlich wissen, wer es noch richtig hat, oder? Wissen, es macht Spaß. Yes. Und Game to Schlau für diese Welt hat es nicht gewusst. Und die absoluten Beginner. Auch nicht. Es stimmt, wieso sage ich es immer? Habe ich bestimmt schon 5 Mal falsch gesagt. Am Ende habe ich es vielleicht. Hatten es richtig und Kneipenkur? Keine Ahnung gehabt. Nee. So, Frage Nummer 18. Kombiniere, auf welchem Parkplatz steht das Auto? Wissen ist, macht Spaß. Ihr habt sofort überlegt, Zahlenreihe, Dreisatz. Marc Lehmann ist auf jeden Fall MVP dieser Runde, denn auch diese Frage konnte er beantworten. Die Zahlen standen auf dem Kopf und es fehlte Nummer 87, beziehungsweise das Auto parkte auf die 87. Absolut richtig. Ja. Also einfach auf Kopf, aber ich möchte gerne hören, Ultimate Quiz Machine. Krogi, Gunnar, was habt ihr gedacht? Ja, wir haben so eine geile Mathe-Rechnung daraus okay, gemacht. Okay, ich möchte dich schon hören. Die aber auch korrekt ist. Die ist aber auch korrekt. Guck mal, auf der Rückseite bei uns. Kollegen, Ultimate Quiz Machine. Rechnen wir aus dem Rückseite, steht unsere Mathe-Rechnung. Minus 10 erst. Kran entdeckt übrigens jetzt bei Frage 18 erst die Rückseiten. Also es könnte da noch einiges nachgebessert werden. Gute Rechnung. Also, er liest vor. 16 minus 10 sind 6, plus 62 sind 68, minus 20 sind 88. Aber alle hatten das gleiche Ergebnis am Tisch. Ja. Weil wir sind immer plus 10, immer minus 10 halt. Was? Ja. Ach. Okay, ach, scheint nicht die richtige Antwort zu sein. Gut. Also, richtig, wer hat es denn richtig? Alle außer Ultimate Quiz Machine. Das sind die Punkte, die natürlich dann fehlen. Nur dreimal, da wird sich noch auf die Häufigkeit geeinigt. Das Königreich Eswatini hat A, einen 11-jährigen Staatschef, B, hieß früher Swasiland, C, hat mehr Kühe als Einwohner. Bitte schön, die absoluten Gewinner. Was sagen wir? Wir hatten A gesagt, wir haben gesagt, C ist irgendwie zu generisch, so wie mehr Schafe in Irland als Menschen. Und B war, wie hieß das? Swasiland, haben wir gedacht, dass ihr das als Joke wegen Swayze oder so einfach reingenommen habt. Und,
gibt's ja. Sag, dass wir wussten, dass aber wir wussten, dass es Swasiland ist. Aber das stimmt wirklich. Du hast es bloß nicht mitbekommen. Ja. Deswegen haben wir uns für A entschieden. Ausschlussverfahren. Ich bitte geradezu um Gegenstimmen. Gregor, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Warum? Achso, ich schüttel allgemein gerne den Kopf, aber ich will natürlich nicht unseren werten Zuschauer in Swasiland irgendwie hier, dass er sich irgendwie genervt fühlt davon. Wir zählen auf dich, wir freuen uns, dass du zuschaust. Ja, das wäre eine veraltete politische Message, denn Swasiland gibt es so nicht mehr. Das heißt inzwischen Königreich Eswatini. Und wer wusste das denn? Offensichtlich Team Kneipenkur. Anton hat mal ein bisschen... Woher wusstet ihr das, Anton? Ich habe in meiner Studienzeit mal 2 Stunden lang auf einem Wikipedia-Artikel in einer schummrigen Location verbracht, auf der genau diese Information gestanden hat, mit der ich jetzt punkten konnte. Yeah. Auf Pornhub, ja, klar. Wir waren offensichtlich an derselben Uni, denn wir haben da auch gestöbert. Hat es sonst noch wer richtig? Aber Game 2. Ist der König? Der ist älter, der hat mehrere Frauen. 35. Kann ich dir alles beantworten? Also, Game 2 hat's richtig. Und der Rest hat's nicht. Yes. So, wissen es macht Spaß, auch nicht. Und bevor wir diese 20. Frage jetzt auflösen, machen wir noch ganz kurz, bei Cocktailfrage gab's keine Punkte, wurde nicht gewertet. Machen wir noch mal ganz kurz Werbung, dann sind wir gleich zurück mit dem 3. Fragenblock. Bis gleich beim Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Kneipenquiz, kontroverser denn je. Gunnar bei seinem neuen Team Ultimate Quiz Machine. Wissen, es macht Spaß. Super stark. Game to schlau für diese Welt. Und ja, Bella, komm ruhig. Kannst dich ruhig gerne, ja, komm einfach rein. Wir haben schon 19 Fragen ausgewertet. Und, ja. mach weiter. Und wir kommen zur Auswertung der 20. Frage. Da wollten wir nämlich von euch wissen, worin hält Manuel einen Weltrekord? Können wir noch mal kurz auf das Foto schauen? Ich glaube, das war ziemlich vielsagend. Ja, woran könnte der einen Weltrekord halten? Liebe Teams, Gunnar, was habt ihr gedacht? So, pass auf. Wir haben da so eine kleine Theorie gehabt. Dieser Typ da, kann ich den noch mal sehen? Da, der Typ, ne, das ist ja ein Deutscher offensichtlich, hat ein Deutschland-Trikot an. Mhm. Und offensichtlich hat er nachdem dieser Tomatolix meinen Rekord, den ich lange Zeit trug, im Fernsehen gesehen oder bei YouTube gesehen und gedacht, okay, alles klar, wenn die beiden das sofort schaffen, dann bin ich ja auch noch da. Und ich habe gute Zähne und ich versuche das mal mit dem Apfel. Ah, okay, Gegenstimmen, andere Meinungen. Kneipenkur, wissen, es macht Spaß. Oder habt ihr einfach gar nichts mehr geantwortet? Bitteschön, Eddie. Also in Anbetracht dessen, dass da Ferrero Rocher bei dir stehen. Toast ist aber auch da und einen Apfel haben wir auch. Mhm. Aber pass auf. Ein Toastbrot. Dann haben wir in der Tat ein Problem. Eddies Argumentation bricht gerade komplett zusammen. Ich möchte gerne abgeben an Tischkneipenkur.
Gut. Naja, unser Gedanke war tatsächlich, wenn du doch, weil du, Andreas, ja wahrscheinlich weißt, dass Gunnar heute Abend vorbeikommt und der wahrscheinlich im Blick behält, wer seinen Rekord da mies gebrochen hat, dann, was er jetzt gerade nicht bestätigt hat, deswegen ist auch unsere Argumentation tatsächlich auf wackeligem Boden, aber für den Fall, dass er das gewusst hätte, haben wir gedacht, nee, dann wird es das nicht sein, es ist entweder Toastbrot oder Rocher. Ja. Und Ronja fängt ja auch mit R an, genau wie Rocher haben wir uns für Rocher entschieden. Okay. Naja, also... Tja, das Ding ist halt... Toast! Nicht nur wegen des Namens. Toast sagt... Aber Team. Toast? Ich möchte noch kurz was hinzufügen. Wir haben gedacht, ihr habt dann extra dieses Bild genutzt, wo er sehr sportlich reinblickt und wir haben gedacht, okay, das könnte ein Fop sein. Ja. Wir nehmen extra was mit vielen Kalorien. Das war dann der zweite Hinweis, den wir jetzt einfach mit in unsere Argumentation mit aufgenommen haben. Deswegen Rocher. Ja, Mensch. Aber Brot macht Fett. Oh, Brot macht Fett, ja. Weizenmehl könnte dann ein Problem sein. Leute, ich will euch gar nicht abwürgen, aber wir können es wahrscheinlich nicht lösen, es sei denn, wir hätten den Dude hier. Oh, wait a minute. Ist der Manuel vielleicht zufällig da? Kommt ruhig her. Bitteschön. Hallo. Bitteschön. Hallo, Manuel. Herzlich willkommen. Du bist ein Also, ihr beide seid da, herzlich willkommen. Wer sind Sie denn? Ich bin Olaf Kuchenbecker und ich bin Rekordrichter beim Rekordinstitut für Deutschland. Oh. Und ich bin natürlich heute hier, um Manuel bei seinen neuen Rekordversuchen zu prüfen. Ach, und wenn alles super läuft, natürlich dann gleich die Rekordurkunde zu übergeben. Ah, das ist ja mal ein Ding. Ne? Zufällig, dass Sie hier auch mit an Bord sind. Manuel, erzähl mal ein bisschen, wie kam es erstmal zu diesem Fußball-Trikot-Bild, das du uns geschickt hast? Bist du Fußballer? Hast du Fußball gespielt oder Fan? Nee, ich gucke WM, EM. Das interessiert mich. Patriotismus. So, wir haben ja gefragt, welchen Weltrekord du innehältst. Und ich glaube, wir geben dir schon mal was. Welchen Rekord hältst du momentan inne? Toastbrot. Toastbrot? Und zwar in der sensationellen Zeit von 7,314 Sekunden für eine Scheibe. Gib der Scheiß Toastbrot her! Also 7 Sekunden für eine Scheibe Toast. Und ich würde sagen, du versuchst heute diesen Rekord einzustellen. Ist das richtig? Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, versuchen wir das mal. Ja, wir lassen ihn. Wollen wir Gunnar anfangen lassen? Ich würde sagen, Gunnar, komm mal her, versuch das erstmal. Eine Scheibe Toast. Trink noch mal Wasser, wichtig. So, Gunnar, du kriegst jetzt eine Scheibe Toast. Versuchst es erstmal. Möchten Sie das spaßeshalber mal mitmessen? Ist das denn auch akkurat? Muss das? Ja, das passt alles. Es würde losgehen nach meinem Signal. 3, 2, 1, go. Es darf sozusagen geknetet werden, auseinandergerissen, was auch immer. Aber noch, vorher schon, aber noch nicht in den Mund. Erst, wenn ich losziehe, also bei go in den Mund. Und dann muss es natürlich vollständig bis auf den letzten Krümel heruntergeschluckt werden. Das ist die große Herausforderung. Okay, aber das Kleinmachen ist alles, sauber Ordnung, momentan. Du sagst, wenn du bereit bist. So, da wird es drauf. Ich stelle mal eben auf die andere Seite. Ja, gehen Sie ruhig rüber, genau. Kann man das runterschlucken? Bleib bei uns, genau, Manuel. Bist du bereit? Ja. Ich ziehe runter vorne. 3, 2, 1, los! Nein! 5 Sekunden, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hör mal auf. Ich hab komm, wow. Komm. Ich hab versucht. Aber das finde ich jetzt ein bisschen unsportlich, Leute. Wow. Ja, komm. Zusatzpunkt. Ich würde sagen, Gunnar, ja. Ich habe versucht, das in einem runterzuschlucken, aber es funktioniert offensichtlich nicht. Also, ich würde mal sagen, wir schauen uns an, wie das wirklich funktioniert. Manuel, mach dich bereit. Gunnar hat es probiert. Gunnar,
So, Manuel, du bist bereit? Ja. Dann hol dir den Rekord. Ich zähle runter vorne. 3, 2, 1, go! Was? Meine Fresse. Wie viel war's? Meine Damen und Herren, diese sensationelle Zeit von 7,314 Sekunden wurde noch einmal unterboten, Entschuldigung, und zwar 7,112 Sekunden. Sensationell. Und ich sage, herzlichen Glückwunsch. Unglaublich. Gibt es auch dazu die Rekordurkunde? Herzlichen Glückwunsch. Unglaublich. Manuel, wie viele Scheiben Toast hast du denn gegessen, bis du gemerkt hast, ich kann das besonders schnell? Wie oft hast du schon Toast gegessen? Wie viele Scheiben? Nicht oft. Nicht oft? Nee. Ich habe mir das im Internet rausgesucht und dann gesehen, okay. Und dann habe ich das probiert und ich schaff's. So einfach geht es. Fabian, gratuliere neuer Weltrekord. Fabian, ich frage erstmal, wer hatte das denn richtig getippt? Im Vorfeld. Einen Moment, das haben richtig. Sag mal, Andreas, nur eine kurze Frage. Gibt es auch einen Rekord für Rocher? Ich würde mich sonst zur Verfügung stellen, einen Rekord im Rocher. Hold your horses, Eddie. Wer hatte denn auf A getippt? Absolute Gewinner. Absolute Gewinner. Und sonst niemand. Und wer hatte auf Rocher getippt? Auf Rocher hatten Wissens macht Spaß. Ich glaube tatsächlich alle anderen, ja. Nee, alle bis auf Ultimate Quiz Machine. Ah, okay. Kuba. Bis, Kuba. Kubaner. So, also, den Rocher S Weltrekord, den hältst du noch nicht. Aber das wollen wir heute natürlich gerne ändern. Wo liegt der Weltrekord? 9 Rocher in einer Minute. Ja, genau. Ihr erinnert euch, wir hatten das schon mal in einer alten Folge vom Kneipenquiz. Und wir können mal reinschauen. Ich habe es auch mal probiert. Haben wir das zufällig noch da? Der Weltrekord für die meisten gegessenen Rocher in einer Minute liegt bei... Olli, 50 schaffst du. Hab's noch nicht. Du musst sie dir einfach reinrollen, also ganz ehrlich. Das war eins. Fakt ist, der Weltrekord liegt bei fucking 9. Ja, falls ihr euch fragt, wer ist denn der kleine pummelige Junge? Das war ich vor 2 Jahren. Also, ich habe gerade mal 1 geschafft in einer Minute. Aber bei 9 liegt der Weltrekord und... Wir können heute versuchen, den einzustellen. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich bin schon vorbereitet. Die Stoppuhr ist jetzt wieder auf 0 gesetzt. Also von mir aus könnte es losgehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann gleich einen neuen Rekordhalter. So, du hast die Rocher hinter dir. Wie machst du es? Nimmst du sie einfach in die Hand und musst du die auspacken? Oder machst einfach, wie du es brauchst? Andreas, haben wir eine Frage noch? Nee, gleich. Eine Frage habe ich ganz kurz. Ja. Wenn er den Rekord jetzt bricht. Ja, eben. Ja, ja, ja. Dann zählt es auch? Ja. So, also Manuel, du suchst dir deine Rocher raus. Das sind 10 Stück, das wäre der Rekord. So, also. Also auspacken kann er jetzt, macht er innerhalb dieser Minute auch. Genau, er muss innerhalb dieser Minute auspacken, komplett verspeisen und ein ganz wichtiger Punkt, nacheinander essen. Also den ersten erst vollständig runterschlucken, dann den nächsten in den Mund. Das wäre sozusagen dann die Zeit, wo er, wenn er kaut, den nächsten schon auspacken kann und so weiter, einfach um Zeit zu sparen. Er könnte auch anfangen, erst alle auspacken und dann essen, aber er hat mir verraten, es geht am schnellsten, immer dabei auspacken. Gut, dann walten Sie bitte Ihres Amtes. Sehr gern, Mann, bist du bereit? Dann hol dir den Rekord. Zieh runter vorne. 3, 2, 1, los! Oh, shit.
Scheiße, Mann, der schluckt 14 Sekunden. Mhm. 30 Sekunden sind rum. Mhm. Unglaublich. 45 Sekunden. Das wird knapp. Nochmal anfeuern. Wie viel waren's? Es war jetzt eine Minute und er hat 7 in der Wettbewerbszeit gegessen. Ich würde sagen, das reicht noch nicht ganz, da müssen nochmal 3 nachgelegt werden. Aber ich glaube, nach ein bisschen Training passt das schon. Also, unglaublich. Danke, Manuel. Und eine Urkunde, die hast du dir heute verdient. Selbstverständlich, bitte sehr. Und noch einmal die Bestätigung vom Rekordinstitut für den neuen Weltrekord. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön euch beiden. Dankeschön, danke fürs Kommen, Manuel. Unglaublich, dankeschön, bitteschön. Wow. Kein Dezibelmeter. Unglaublich, wow. Und in der Tat, danke nochmal an Manuel. In der Tat, hätte er den Rekord jetzt gebrochen in Rocher, hätten die Antworten gezählt. Ja. Because Magic! So. Also, hätte er Rocher jetzt gebrochen, hätte das gezählt. Aber so hatte es nur wer richtig, wer hat auf. Wir haben die absoluten. Genau, nur die. Eures wäre auch weiterhin richtig gewesen, ja? Also, so schlimm ist es nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir diesen finalen Punkt nochmal. Also, absolute Gewinner hatten es richtig, sonst keiner. Entschuldigen Sie bitte. Herr Links? Ja. Also wenn das gezählt hätte mit den Dings, ne, dann muss ja der Fairness-Halber der Apfel auch eine Chance kriegen. Nein. Den hat er leider nicht angemeldet, den Rekord. Das gibt's doch nicht. Nein. So, also sonst keiner richtig. Und wir schauen auf die Punkte. Wissen, es macht Spaß. Jetzt nach 20 Fragen. 7 plus 8, 9, 10, 11, 12 Punkte. 4 Punkte plus 5, 6, 7, 8 Punkte. Ultimate Quiz Machine, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Nee, das ist ein X. Ja, doch. Doch. 1, 2, 3, 4 haben Sie richtig. Ja, sind 8 Punkte. Na, siehst du. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Auch hier absolute Gewinner sind rangekommen. Und hier hatten wir auch 3 Punkte. 4, 5, 6 Punkte. So, 6 Punkte und damit haben wir 20 Fragen hinter uns. Jetzt liegt das ganze Rocher-Papier hier. Und wir machen direkt weiter mit Runde 3. Es wird wieder ausgeteilt, denn das kann er, der Krane, einstecken. Das ist das Problem. So, 20 Fragen. Wissen, es macht Spaß. Setz dich hier langsam ab. 3 Verfolger momentan punktgleich. Ja. Alle haben ihre Sachen, Krane. Yes! Warst du still während Weltrekorde? Was war los? Hat's dich gepackt? Ja, vielleicht mache ich auch bald einen. Ja. Gut. Also, Block Nummer 3. Wir starten mit der Frage. Die können wir hier übrigens mal rausnehmen. Ach ja, hier. Okay. Wir haben noch keinen Alkohol bekommen. Hello! Okay, bitteschön. Zeit nehmen wir uns. So. Verteil die anderen, ja. Nein, aber da sieht man, was die Leute mögen. So freundlich sind wir. Trotzdem bereit sein für Frage Nummer 21. Dafür haben Sie was ausgeteilt bekommen? Für Frage 21? Nee, das ist immer eine Grafik. Achtung, Vollbild-Grafik. Welche 4 Schriftarten findest du in folgendem Satz? 4 Schriftarten haben wir versteckt in diesem einen Satz. Bitteschön. Hey, ich benötige noch eine coole Schrift für diese Frage. Kannst du mir dabei helfen? Am besten etwas ohne Serifen. Schnörkellos und gut lesbar. 4 Schriftarten verstecken sich da.
Aber welche sind's? Zeit läuft. Also, der Grafiker tischt dieses Mal nicht dabei. Die könnten das wissen. Achso, du meinst, ach, du meinst diese Schreibmaschinenschriftart? Nein. Von welcher reden wir? Reden wir von am besten etwas ohne Serifen oder kannst du mir dabei helfen? Welche fehlen uns noch? Am besten etwas ohne Serifen. Das ist. Mann, ich weiß es doch. Also was mit C. Relativ sicher was mit C. Nee, Calibri ist das nicht. Andreas? Am besten etwas ohne Serifen ist nicht Calibri. Das ist. Ist das vielleicht Korean New? Nee. Also ich weiß, es gibt diesen Kasten. Ah, würde ich ändern, weil das. Ne? Also weil das ist die bei der Schriftart, die mir immer angeboten wird, wenn ich Hoxilla rausfände und ich gucke. Also Simbel! Dann kommt das. Mama kommt. Nice new woman! Was haben wir denn jetzt? So, Zeit ist abgelaufen. Wir haben die Schriftarten gesehen. Also vier Schriftarten waren da versteckt. Schaffe ich es heute noch? Bisschen neue Kameraperspektiven. So. 22, wir machen direkt weiter. Welche Stadt wurde zum 8. Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt? Also nach dem Mercer-Ranking, Frage 22, eine Minute läuft. Zum 8. Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt gewählt. Welche Stadt ist es? Wo sind wir da weltweit? Hey! Also, welche Stadt könnte das sein? In meiner Heimat Sachsen-Anhalt nicht so viele Städte vertreten. In diesem Ranking. Ist nicht Wien. Guck mal, wie der Spicken geht da. Das ist ja eine Frechheit. Was meinen Sie? Hey Ronja, wie kommst du? Da wird noch um die Rocher gekämpft. Mal gucken, ob Eddie die auch so schnell runterkriegt. Ich glaube nicht. Ja, doch, aber ich glaube. Zeit fast vorbei. Abgelaufen. Frage Nummer 23. Zu welchem bekannten Kinderlied gehören diese Noten? Frage 23, wir schauen uns mal die Noten an. Musikaffine Leute, zu welchem bekannten Kinderlied gehören diese Noten? Musikaffine Leute hier natürlich am Start. Kogi, Marc, wenn das Marc weiß, dann weiß ich es nicht. Na, der schreibt auf jeden Fall, aber ja, das muss er auch. Ja. Der Situation. Markus hat jetzt auch entschlüsselt. Welche Tonart haben wir da? Zwei Kreuze? C? Ist das Giss? Fis-Giss-Hiss. Zeit ist abgelaufen. Frage Nummer 24. Wie sehen die mathematischen Symbole für Summe und Integral aus? Lasst euch nicht von ABC ablenken. Ich weiß das. Malt einfach die beiden Symbole. Das mathematische Symbol für Summe und das für Integral ist gesucht. Achso, wir sollen es einfach aufzeigen. Ja. Mit der Frage konnte man nicht rechnen. Ist das nicht noch gekringelter? Markus greift sich da sofort selbstbewusst. Das Blatt. Ja. Nein. Also, Summe und Integral. Lang, lang ist es her. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist mein. Okay. Ey, das ist halt, das kann doch nicht warten, dass wir bei einer Quizshow mit, das Quatsch. Also die mathematischen Symbole für Summe und Integral. Ich dachte, du hast einen Schlaganfall. Ja, ja, ich wusste gar nicht, ob du klingelst oder nicht.
Frage Nummer 25. Jetzt stimmt Multiple Choice. Die beliebteste Schönheits-OP im Jahr 2018 war A. Lidstraffung, B. Fettabsaugung, C. Brustvergrößerung. Die beliebteste Schönheits-OP. Die Zeit. Nach, bitte? Die Zeit. Zeit weltweit. Für Indien. Und da fragt man sich natürlich, von wem kommt so eine Frage, ne? Allein nochmal Korrektur Deutsch. Es geht um deutsche Korrekturen. Deutschland, ja. Beliebteste Schönheits-OP im Jahr 2018 in Deutschland. Ja. Lidstraffung, Fettabsaugung, Brustvergrößerung. Deutschland. Von dem diese Frage wohl kam, ne? Du hast offensichtlich ganz andere Gedanken. Also ich wüsste nicht, von wem die Frage kam. Würdest du was machen lassen? Was würdest du machen lassen? Brustvergrößerung. Noch größer die Dinger? Ja. Hast du da nicht schon Rückenprobleme? Ja, A, Lidstraffung, B, Fettabsaugung, C, Brustvergrößerung. Und Frage Nummer 26. Der für viele Süßigkeiten verwendete Überzug wird gewonnen aus A. Hühnerblut, B. Marienkäfersekret, C. Läusekot. Nur eine Sache ist richtig. Eine Minute. Also, Schokobons zum Beispiel damit überzogen. Aber womit? Mit einem Stoff, der gewonnen wird aus A. Hühnerblut, B. Marienkäfersekret, C. Läusekot. Ronny, du weißt es? Und in dem Sinne, lasst euch nochmal schmecken, was ihr da zu Hause gerade in der Snackbox habt. Ja, B, Marienkäfersekret, sag ich doch. Ja. Also alle da kommen mit Marienkäfersekret. Alle kommen. Nein. Aber Ronja hat C genommen, nicht B. Ja. Wow, du hast aber auch A. Aber ich habe das bei... Was für ein Beispiel ist das? Ich habe eigentlich ein Safe. Also was nehmen wir jetzt zeigt sich auch so langsam, wer noch einen langen Atem hat, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich. Wie kann man nicht? Ja. Bei Läusen. So normalen Bedingungen wäre ich schon im Bett, sage ich euch, wie es ist, ja? Ja, aber oder wird es mit mir tanzen? Frage Nummer 27. Was ist der umstrittene Marshmallow-Test? 27. Marshmallow-Test, schon mal gehört? Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es zusammen. Frage 27. Eine Minute Zeit läuft jetzt. Was ist der umstrittene Marshmallow-Test? Der umstresste Marshmallow-Test. Kann man sich in der Post zusammenschneiden. Wie einmal hat es richtig gesagt. Ja. Weil alle wissen, Kneipenquiz ist immer noch in der Post, weil wir sind live. Stimmt. So, also 27, was ist der umstrittene Marshmallow-Test? Haben wir noch Bier? Und wir sind bereit für die nächste Frage? Ach so, echt? Ja, klar sind wir bereit. Sagst du mir nochmal? Nee, sagst du gleich, ja, bis ab die 10, ne? Frechheit. Wir müssen ja erstmal bloß stellen. Was müssen wir das? Bloß stellen. Ja. Also, was ist der umstrittene Marshmallow-Test? Sind sie fluffig? So wie unsere absoluten Gewinner. Ren Kühn, Antje Wessels. Bella, Bell. Und noch wer mit B. Buschi. Zeit abgelaufen. Yes. So. Frage Nummer 28. Liebe Mitspieler, ihr seid insgesamt heute 25 Mitspieler, die hier an den Tischen sitzen. Ihr seid insgesamt 25 Mitspieler heute, in jedem Team 5. Und wir fragen euch, wie viele haben sich denn an den Keksen vor der Tür bedient? Wir haben nämlich eine Dose mit Keksen
vor dem Studio platziert. Alle Teilnehmer sind drei vorbeigelaufen. Wie viele haben dreist zugegriffen? A, 2, B, 6, C, 15. Verdammte Axt. Zeit läuft. Also, liebe Zuschauer, für euch nochmal, vor dem Studio haben wir eine Kamera platziert, eine offene Dose Kekse und wir haben gesehen, wie viele Leute da reingegriffen haben. Aufgrund aller Kamera, Frage ist an euch, liebes Publikum, was traut ihr dem zu? Es geht nur um die 25 Leute, die hier sitzen. Ich wollte nicht gefilmt werden da, ne? Ist okay. Geht näher dran, oder was? Hast du denn zugegriffen? Hast du zugegriffen? Darf ich hier... Also, Zeit läuft. Wie viele sind es? A, 2, B, 6, C, 15. Stand direkt vor der Tür. Da wird getuschelt. Wer hat zugegriffen? Krane hätte sich die Kiste mitgenommen. Ja? So oft wie wir auch Kuchen haben, der ist immer schnell weg. So viel kann ich sagen. Aber wie viele haben dann wirklich dreist zugegriffen? Wir werden es gleich auflösen. Bleibt dran. Wir schauen da rein in dieses Videomaterial. Bist du bereit für unsere nächste Frage, Fabian? Ja, klar. Frage Nummer 29. In dem Zusammenhang, hey, wer kriegt es denn eigentlich gebacken? Benenne folgende Kuchenformen. Wer backt zu Hause? So. Und A, B oder C, schreibt's einfach rein. Das hier ist A. Nein, warte mal. Doch, das hier ist A. Vorsichtig! A. Nummer A. Was für eine ist das? A. Zeig mal von der Seite. Von der anderen. Ah, okay, danke. Ah, ja, jetzt weiß ich aber. Ja, das ist ein Kuchen. Und A. Ja. Drumset. B. Hey, das war eben A. Nein, A. B. Nein, Lisa. Wollen wir nicht. Nein. Nein, das ist B. B. Und das ist wirklich? Das ist A. Spaß. Das ist C. Und sie alles A, Andreas. Das ist noch eine. Noch eine. Das ist C. Und jetzt habt ihr eine Minute Zeit. Jetzt könnte ich die Reihenfolge noch mal ändern. So, A. Schauen noch mal A an. B. Guck doch. Das ist welche Nummer ist das bitte? B. Das letzte. C ist das. Was ist das? Oder ist das A? Ich weiß nicht. Hä, was jetzt? Nein, alles gut. Hä, was ist das denn jetzt? Was könnte denn das dritte sein, das ich hochhalte? A? Das Ding ist, ich muss es gleich nochmal aufs Ohr kriegen, weil für die Auflösung habe ich keine Ahnung. So, A, B, C. Lass ich direkt so liegen oder lege ich dir anders zurück? So, A, B, C. Genau. Ihr habt es gesehen zu Hause, ja? So. Zeit läuft. A, B, C. Liebe Regie, habe ich es denn jetzt kongruent zu unserer Lösung auch? 23 gleich noch an die Kinder entkommen. Gut. A, B oder C? A, B oder C ist es. Das hier ist das zweite. Und das hier ist 3. A, B oder C? Mann! A, B, C. So, gut, Zeit ist vorbei. Nächste Frage. Aha! Was war B? Sag was! Was ist das? Ist das B oder? Ja, B. A. So, und das mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist doch alles Quatsch hier. A, B, C. Wissen ist, so. Macht Spaß, wird uns verunsichert. Und wir kommen zur letzten Frage. Frage Nummer 30. Benenne die korrekten Pluralformen dieser Lebensmittel. Milch, Wasser, Joghurt,
Reis. Und ich brauche von euch die Pluralformen. Manche sind nicht so gebräuchlich, aber die korrekten Pluralformen brauche ich von Milch, Wasser, Joghurt, Reis. Eine Minute läuft. Letzte Frage. Benenne die Pluralform dieser Lebensmittel. Milch, Wasser, Joghurt, Reis. Hier bin ich mir sicher, dass es so bleibt. Hier und hier. Hier bin ich mir nicht sicher. Sag doch keine Ahnung. Kannst du bitte zwei Milchtüten? Da ist das Einzige. Joghurt. Ich erinnere mich auch an Joghurt. Milch, Wasser, Joghurt, Reis. Davon hätte ich gern ein bisschen mehr. Zwei Joghurt. Yogis. Ja, ich glaube auch. Also wohin geht die Reis? Gequältes Lächeln von Fabian Kahner. Liebe Leute, das waren die 30 Fragen. Ihr zu Hause, wie ging es euch? Habt ihr es geschafft? Wie viel konntet ihr lösen, Fabian Kahne? Rigoros, er geht wieder zum dritten Mal fast an denselben Tisch. Er will es aber auch wissen. Ich glaube, wir sind gut gewesen. So, also Fabian sammelt ein. Liebe Leute, das waren die 30 Fragen. Wir kommen gleich zurück mit der Auflösung, sehen, ob Wissen, es macht Spaß, noch vom Thron abgehalten werden kann. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Hier kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit. Und welche Show führt die Menschen noch mehr zusammen als die deutsche Wiedervereinigung? Natürlich das Kneipenquiz. Und Dr. Ecker Hirschhausens Quiz. Okay, Shoutout an den Kollegen. Dr. Eckert von Hirschhausen. So, wir haben die letzten Fragen gestellt. Und was haben wir heute schon gesehen? Wir haben einen neuen Weltrekord im Toastbrot essen heute gesehen, Ladies and Gentlemen. Manuel! Hammer. Ja. Er ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da, muss schon los. Musste schnell noch den nächsten Rekord aufstellen. Wir schauen mal auf den Punktestand. 12, 8, 8, 8, 6. Geht da noch was? Nein, ist die einhellige Meinung. Schauen wir uns trotzdem noch die Ergebnisse an. Es ist wie bei Eurovision, wenn die letzten 5 Länder irgendwie aufgelöst werden. So, Frage Nummer 21. Welche 4 Schriftarten findest du in folgendem Satz? Die Grafiker hätten vielleicht einen Vorteil gehabt, die sind aber heute gar nicht da. Versucht mal ein bisschen was. Lisa. Also ich würde sagen, das ist Arial. Das ist Arial, Comic Sans, Courier New und Windings. Gegenstimmen? Also gewisse Teile an unserem Tisch waren sich sehr sicher, dass das auf keinen Fall Windings sein kann. Deswegen haben wir uns für Symbol entschieden, was ja sehr ähnlich ist. Okay, okay. Noch andere Stimmen?
Ich sag's mal. Bitte schön, Team Klein. Also wir haben das gleiche wie Team Wissen ist macht Spaß. Und kleiner Fun Fact, meine Bewerbung hier für Rocket Beans, die ich übrigens vor 3 Jahren geschrieben habe mit Marc Lehmann zusammen. 3 Jahre also nicht Jubiläum Rocket Beans. Habe ich tatsächlich einen Comic Sans geschrieben als kleiner Gag. Also lohnt sich vielleicht peinlich. Auch manchmal. Peinlich. Und wir haben das gleiche, also Windings, Comic Sans. Wirklich wichtig scheinbar. Ja, hätte ich den Windings also geschrieben, wäre natürlich sehr geil, ja. Windings dabei. Areal dabei. Comic Sans richtig dabei. Und Korean New ist auch dabei. Also richtig bockstarke Leistung. Unter anderem von Wissen ist macht Spaß. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Was denn? Warte mal durchlesen. Ich höre gerade aus der Regie, dass es nicht Areal ist, sondern Helvetica. Wir schauen nochmal drauf. Ah, wir schauen nochmal drauf auf die. Aber Helvetica ist doch die Mac-Adaption von Areal. Jawohl! Naja, aber eine Adaption ist natürlich in dem Fall eine neue Schrift. Also, wir gehen es von hinten. Macintosh-Ruf von Lars Pausen. Ist es richtig? Also haben wir Helvetica, Comic Sans, Korean New und Windings. Sind das die vier? Warte noch, was besteht hier? Peinlich. Ihr habt doch eh schon gewonnen. Ja, ich auch. Und da lieber Andreas. Wer hatte das dann richtig? Niemand richtig. Dementsprechend hat es entgegen dem Klima im Raum niemand richtig. So schnell kann es dann auch gehen. Also, in der Tat, Helvetica. Keiner hatte das richtig. Aber fairerweise sehr ähnliche Schriften. Frage Nummer 22. Welche Stadt wurde zum 8. Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt? Gunnar. Na, da war ich ja mit Andreas. Ne? Das kann immer noch viel sein. Oslo. Oslo waren wir mal zusammen. Venedig? Wir waren. Nee, warst du nicht mit? Wir waren noch mal zusammen. Wo noch mal? Wo waren wir noch? Wo waren wir noch? Wo waren wir denn noch? Wir waren noch mal öfter unterwegs. Barcelona waren wir schon. Das hätte auch sein können. Aber natürlich spreche ich von der wunderschönen Stadt Wien. Absolut richtige Antwort. Aber die Urlaube gleich durcheinander gebracht. Dennoch richtig für die Ultimate Quiz Machine. Und wer wusste das denn auch? Fabian Kraus. Ich bin davon wusste neben Ultimate Quiz Machine. Wissen, es macht Spaß. Natürlich. Wissen, es macht Spaß. Natürlich hat es richtig. Und Kneipenkur. Kneipenkur hat es richtig. Und die absoluten Gewinner? Nein. Sehr verhalten. Und Game to Schlau für diese Welt? Wir dachten an Barcelona. Das ist Quatsch. Das ist eigentlich immer ein guter Gedanke, aber in dem Fall falsch. Random Minuspunkt gefordert. 23. Zu welchem bekannten Kinderlied gehören diese Noten? Wollen wir nochmal auf das Notenblatt schauen? Die Musiker unter uns. Was führt ihr da? Krogi. Buh. Alle meine Entsch. Der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sonst kommt sich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Können wir das nochmal verifizieren? Ja. Bitte schön. Ich habe das natürlich vorbereitet in monatelanger Übungsaufgabe. Und pass auf, Toastbrot-Werbung hier. Kann er es in 7 Sekunden spielen? Pass auf. Ich fand's gut, mal das Glockenspiel essen. Go! Geil, absolut richtig. Fuchs, du hast sie ganz gestohlen. Hammer. Wer hat es außer Fabian richtig? Also ich hatte es richtig, dann absolute Gewinner hatten es richtig, Wissen ist macht Spaß hatten es richtig, Ultimate Quiz Machine hatten es richtig, Game 2 Schlau für diese Welt hatten es wichtig. Wichtig? Richtig und wichtig und Kneipenkur hatten es falsch. Oh. Was hattet ihr? Unsinnig. Kannst du bitte nochmal spielen? Also nein, was hattest du? Was hattet ihr? Ja, alle meine Entchen, aber das kannst du auch da drauf singen. Also.
Okay. Ronja nochmal am Schluss korrigiert. Entchen. 24, wie sehen die mathematischen Symbole für Summe und Integral aus? Ja. Mathematische Symbole für Summe und Integral. Und ich würde mal sagen, David, komm mal her. Ja. Wir schauen uns das einfach mal an. Ein Sammelsurium. Was haben unsere Teams mathematische Zeichen für Summe und Integral? Also wir schauen erstmal bei... Absolute Gewinner. Nee, das ist ein Gewinner. Und da haben wir sehr tolle Zeichen. Wir sehen es hier einmal. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Das ist Quatsch. Ah, ja, genau, da mal drauf gehen. Summe ist falsch rum. Beides falsch. Da stehen alle meine Entchen. Alle Prüfer und alle! Minus Punkt! Ich möchte sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein! Wer von euch hätte es nicht gesagt? Das war ja dreist gefudelt! Wird das schon rot? Ey, wir sind enttäuscht. Das ist doch abgekartetes Spiel. Schiebung. So also, ne? Hier machen wir erstmal ein X draus. Das gibt eine schlechte Note für euch. Bella, von der hätte ich sowas nie erwartet. Wir haben das nicht gesehen. Das Ding ist, wir haben dich gerade auf deinem Höhepunkt gesehen mit der Xylophonnummer und sofort brichst du ein. Und die Leute lieben ja den Absturz von so Promis. Genau. Jan Ulrich, hab ihn selig. Ja. Das auch sagen müssen. Also, so, wir sind so ehrlich und sagen, dass wir Lochstecher geschrieben haben. Ja? Du Beschiss! So. Abzug wegen Beschiss, ja! Denn beim Kneipenquiz dulden wir keinen Betrug. Es sei denn, er ist hausgemacht. Ja. Dann ist das völlig okay. So, sollten wir da. Was haben wir jetzt denn mit Summe und Integral gesehen? Ja, da auch haben wir irgendwas gesehen. Also, Mathematikexperten haben wir da nicht am Start. Ja, naja, gut. Es ist okay. Und das bei einem wie eine 3. Okay, wir schauen mal nach. Wir schauen mal bei den anderen Teams. Was ist das? Ah, das sieht richtig aus auf jeden Fall. Wissen, es macht Spaß. Wissen, es macht Spaß. Ja, richtig. Ist das Frage 24? Yes. Hat's richtig, ja. Ultimate Quiz Machine hat's auch richtig. Ja, okay. Game 2, schlau für diese Welt, hat es auch richtig. Ja. Das dachte ich mir schon, wenn sie so gönnerhaft sind, ja. Die Kneipenkur war sich nicht richtig sicher, aber sie haben es dann am Ende doch irgendwie geschafft. Ja, da sehen wir die Auflösung. Also Kneipenkur. Aber wir stehen dazu, Lars. So ist es nämlich. Wir werden das nach der Show noch performen. So. Also, 24. Ja, in der Summe war das eine okay Frage. 25. Die beliebteste... Schöner Off-Air-Moment. Hätten wir nur ein Mikrofon am Tisch. Naja. 25. Die beliebteste Schönheits-OP im Jahr 2018 war... A. Lidstraffung, B. Fettabsaugung, C. Brustvergrößerung. Lars? Ja, also ich glaube, dass zwei von drei Operationen relativ aufwendig sind. Eine Brust-OP bedarf einiger Stunden Arbeit. Genauso wie auch die Fettabsaugung wahrscheinlich einer Vollnarkose bedarf. Und ich glaube, bei einer Lidstraffung bedarf es nur einer kleinen Spritze in die Stirn. Lidstraffung ist die richtige Antwort. Ja, glauben wir auch. Oh, ich höre gerade. Also man... Gregor. Es ging ja noch in Deutschland, ne? Da war noch die Qualifikation, dass es in Deutschland gibt. Weil Lidstraffung könnte es natürlich sein, im asiatischen Raum ist es eine beliebte Operation bei vielen Leuten bei dem gewissen Alter. Allerdings, wenn du eine Brustvergrößerung hast, da bist du in den meisten Fällen meist beim weiblichen Geschlecht. Ne? Und Fett absaugen, in den meisten Fällen. Krass sexistisch, was du gerade äußerst. Aber auch richtig. Also das widerspreche ich gar nicht. Ja. Fettabsaugung kann bei allen gemacht werden, an allen möglichen, fast allen möglichen Körperteilen. Dementsprechend ist das auch die häufigste Operation, die hier gemacht wird. Oh, danke Gregor. Ja. Absolute Gewinner. Ich glaube, dass genetisch viele Deutsche Probleme haben mit Schlupfliedern und deshalb die Lidstraffung
Genetisch, okay, ganz schwierige Begriffe, die hier fallen. Ne? Schlupflieder. Oh, ich höre gerade, wir haben. Ach so, es soll die Gliedstraffung eigentlich heißen. Müssen wir die Frage machen? Nein, in der Tat, richtige Antwort: Liedstraffung. Ein Liedstraffungsruf. Hier nochmal die Statistik nachgereicht, aber am Ende sind es halt Zahlen. Nein, von den Kollegen von Statista. Nette Kollegen. Sehr nette Kollegen, denken sehr viel in Zahlen, aber meine Güte. So, also Liedstraffung, Argumente, die wir bei Bell gehört haben und bei Lars, komplett richtig. Dann wollten wir von euch wissen, 26, der für viele Süßigkeiten verwendete Überzug wird gewonnen aus. Du hast recht, Punkte müssen wir noch machen. Wer wusste das denn? Ja, alle bis auf Ultimate Quiz Machine. So, alle haben es richtig. Bis auf UQM. Ich habe gerade versucht, ihr braucht eine coole Abkürzung. So, alle haben es richtig. Und damit gucken wir auch mal ganz kurz. 12, 13, 14, 15, 16 Punkte für Wissen. Es macht Spaß. 8, 9, 10, 11. Ultimate Quiz Machine landet ebenfalls bei 11 Punkten. Hier haben wir 8, ein richtig 9, aber der halbe Punkt Abzug, deswegen 8,5, 6, 7, 8, 9. Das hatte ich gehofft, dass ihr das nur so halb mitbekommen habt. Deswegen schnell wieder hinter meine Katze. Und wir machen gar keine 26. A. Hühnerblut, B, Marienkäfersekret, Läusekot und ich meine, Markus hat gesagt, er weiß es sofort. Game too schlau für diese Welt. Markus! Was? Hey! Welche Antwort? Was? Süßigkeiten? Ja, ich will. Läuse. Läuse natürlich. Wieso? Woher weißt du das? Das habe ich bei Galileo gesehen. Ich kann nichts mehr erklären. Das ist so ein Ding, das hat sich irgendwie so festgesetzt. Ich dachte mir, das ist ja eklig, aber Kogi. Eigentlich schmeckt es auch gut. Und dann hast du den Schokobon reingeschoben. Du kannst aus Läusen auch Shellack machen. Das nimmst du zum Auftragen, zum Beispiel auf Holzpolituren oder so. Aber natürlich auch bei Süßigkeiten. Das ist gar kein Problem. Und Gunnar hat noch eine Wortmeldung. Ja, zum Beispiel Waldhonig, im Gegensatz zu dem normalen Honig, wird nicht von Bienen gemacht, sondern auch von Läuse-Sekret. Und ich wusste aber nicht, was... Ja, kein Scherz. Doch, so. Google mal Waldhonig. Und auch das Waldhonig, aber ich wusste nicht, ob Sekret und Kot das gleiche ist, Andreas. Also, ich würde sagen, wir können das Huhn, den Marienkäfer und die Laus reinbringen, denn wir werden das hier live herstellen in der Sendung. Nein, richtige Antwort in der Tat C, Läusekot. Denn auch wir schauen Galileo. Und das hatte wer richtig? Offensichtlich Game Too schlau für diese Welt. Ja, genau. Absolute Gewinner. Mhm. Wissen es macht Spaß, hat es falsch. Oh. Ultimate Quiz Machine hat es richtig. Yes. Okay. Und Kneipenkuh hat es auch richtig. Yes. Nein. Spucke ist auch ein Sekret. Nach der Sendung wie immer alles zum Nachgoogeln für euch auf www.google.de könnt ihr wie immer die Fragen nachprüfen. .com geht aber auch. Die wir heute gestellt haben. So, und Frage Nummer 27. Was ist denn der umstrittene Marshmallow-Test? Gregor. Oh, ist wahrscheinlich, wenn Gregor so selbstbewusst ist, dann ist es eine Nerdquiz-Frage wahrscheinlich. Nee, es ist tatsächlich keine Nerdquiz-Frage, aber damit bin ich auch schon mal hier auf die Fresse gefallen. Also, okay, stimmt. Ja, stimmt. Ich hoffe, ich krieg's noch einigermaßen richtig zusammen. Beim Marshmallow-Test wird ein Kind von einem Erwachsenen allein gelassen mit einer Schale Marshmallows. Und es heißt, bitte iss keinen. Wenn ich wieder zurück bin, kriegst du mehr. Und dann guckt man, wie lange das Kind braucht, bis es sich einen Marshmallow nimmt. Und ich glaube, das Umstrittene ist es, weil damit darauf auf irgendwelche kulturelle Sachen zurückgeschlossen wurde. Und im Endeffekt rausgekommen ist es alles Kokolores. Das wäre ungefähr die Richtung, in die ich denke. Ich habe sogar das Wort Kokolores hier zu stehen. Also wirklich alles richtig erklärt von Gregor. Punkt. Frage Nummer 28. Punkt. Das ist das einzige Team. Oh, okay. Kein anderer wusste das. Krass.
Wichtiger Punkt, Gregor hat es komplett richtig erklärt. Man schließt damit dann darauf, wie sie sich im Leben verhalten, ob sie durchsetzungsfähig sind und so weiter. Aber wenn ihr schon nicht wusstet, was der Marshmallow-Test ist, haben wir es ein bisschen abgewandelt in einem kleinen Sozialexperiment. Denn wir haben eine Keksdose vor das Studio gestellt, eine GoPro aufgehangen, nichts weiter zu den Keksen gesagt, hier sehen wir die Bilder, und einfach mal geguckt, wer greift dann da rein. Also, bevor wir reinschauen, noch mal ganz kurz die Auflösungsmöglichkeiten. A2, B6, C15. Naja, das, auch das Rechtliche wird wie immer im Nachgang. Ich weiß, können wir eigentlich einen Weltrekord hier? Gut. Auch das wird später noch geklärt. Was habt ihr denn gedacht? 2, 6, 15? Ihr habt selber euch ein bisschen gefragt, Lisa. Also ich gebe zu, dass ich dazugehört habe. Und dann habe ich natürlich darauf geschlossen, dass es mehr Leute gemacht hätten mit mir gemeinsam. Deswegen haben wir auf 6 getippt. Ah. Du hast dich also selbst wiedererkannt quasi? Ja, ich wusste noch, dass ich das gemacht habe. Ah, okay. Game to schlau für diese Welt. Was habt ihr gedacht? Ja, nachdem wir schon Stehlungsversuche der Rocher von unserem Tisch abwenden mussten, haben wir auch auf eine etwas höhere Zahl getippt und waren auch bei 6 gelandet. Okay. Wir nennen keine Namen. Ich würde sagen, wir schauen mal in die Aufnahmen rein. Wir haben es eben schon gesehen. Und wir zählen einfach mal mit Fabian. Nimm uns durch. Ja, Take us through it. Ich erkläre das mal. Ja. Also, wir sehen hier das GoPro-Bild. Genau, die erste Viertel, also die GoPro hing von 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Ja, genau, das gucken wir jetzt komplett, Marc. Und die erste Viertelstunde ist nichts passiert. Und dann kam, außer dass Paul, unser Bimi, sich ein, zwei Kekse genommen hat. Sehen wir das? Jetzt zeig. Das will ich schon gerne sehen. Moment. So, Vorsicht, jetzt könnte irgendwas offen sein. Ja. Seien wir mal ehrlich. Pass auf. Warte, wir scrollen hier mal durch. Ach, schön. Da ist er. Nee, das ist Felix, unser Tonmann. Ah, ist okay, keiner der 25. Aber natürlich ein Role Model, ne, für andere, für viele, die zu ihm aufschauen. Ja. Ich muss nämlich sagen, es fehlte schon ein Keks, als ich reingegriffen habe. Sonst hätte ich das natürlich niemals gemacht. Der Stein des Anstoßes, ja. So, wir schauen weiter ins Material. Ja, ich glaube, da ist Paul. Ah. Okay. Aber der Paul sind, fehlt. Also, ich sag mal so. Er nimmt Zeit. Okay, und jetzt kommen wir mal ein bisschen vor. Ganz schwierig. So, und jetzt kommt Lisa. Ja. Und schnappt sich einen Keks und dann passiert erstmal lange gar nichts. Können wir auf das Handy draufgehen, groß? Was für den? Nein. Aber habt ihr überprüft, ob es die gleiche Person vielleicht nochmal genommen hat? Ja, eben. Nur um Anzahl der. Habt ihr es geprüft? Haben wir die zweite Person gesehen? Noch nicht. Es ist in die erste Person wird ja die gleiche sein. Okay. Und jetzt passiert. Ja, warte. Hier passiert wieder lange nichts. Und da. Und da kommt nämlich. Who's it? Who's that? Michael Krogmann. Nein. Richtige Antwort, also 2. Yes. Den guten Keks sage ich nein. Und deswegen haben wir gewonnen. Das ist super löblich, muss man sagen. Wer hatte das denn auch richtig getippt? Ich hab halt Lisa gesehen. Okay. Offensichtlich noch jemand? Ja, und Kneipenkur. Ja! Okay. Was das haben wir schon gehört. 8. So, vorletzte Frage. Nummer 29. Wir gehen wieder zurück in die Küche, lieber Andreas. Ja. Wir waren bei den Backformen, Frage 29. Die Frage ist, ob ich es jetzt nochmal richtig rummache mit A, B, C. Krane, zeig uns nochmal die Backformen, die wir da haben. Also das hier ist A gewesen. Das ist A, weiß man ja. Das ist ja eine Springform, weil die springt auf. True. Und wieder zu. Okay. Klasse, oder? B. Tart. Macht man eine Hartform oder Pastillenform? Oder
Oder, ja, Lisa? Einspruch, damit kann man auch einen Tortenboden backen. Nein, kann man natürlich nicht. Natürlich. Ein Tortenboden, ein Tortenboden, ganz kurz, ein Tortenboden hat nämlich eine Kante, tatsächlich. Und da ist keine Kante, deswegen habe ich dich gebeten, mir die zu zeigen. Genau, exakt. Genau das, was Michael Krugmann sagt. Hast du die Fragen nur für Michael Krugmann heute gemacht? Und das ist Backen, natürlich Musik und Kekse. Google. Also. Ein Google-Hupf, genau. Hatte Krugi das denn richtig oder war das ein Condi-Eigentor, was er da geschossen hat? Wer hat es richtig? Sehe ich das richtig? Naja, also Krugis Team hat geschrieben, eine Pastetenform. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nein, das ist nicht das Gleiche. Zur Tatform. Den Rest hatten sie. Und Google Hupf, den Ausdruck kann ich auch nicht. Es ist Schupfkuchenform. Also, das möchte ich aber kurz nochmal googeln hier. Das bin ich schuld. Das ist in einer kleinen Enklave in Köln heißt das halt Schupfkuchen, Google Hupf. Sagt ja, es geht darum, dass jemand Schupfkuchen formt. Gleich habe ich mich auch einfach vertan. Bier. Bier hier. Hallo. Schupfkuchen, warte ich. Achso, du googelst es wirklich? Das ist der Schupfkuchen. Ja, gut. Ah! Das klingt ja voll so, wie das, was die dritte Form ist. Ja, den Begriff gibt's nicht. Das war unsinnig. Könnt ihr jetzt mal hier von meinem Laptop runtergehen? Könnt ihr von meinem Laptop runtergehen? Google doch mal Google Hupf. Ja, ja, Google, wir haben alles Google Gold. Sehr guter Einwand. Ja, ja. Ja, aber ja. Wir reden über das was anderes. Oder auch Frankfurter Kranz genannt. Nee, der Spring, die Springform ist. Kannst du auch googeln? Der Kranz ist doch viel flacher. Nein, nein. Gut. Das ist gut. Ja, Hammer. Also wer hat es richtig? Klare Story. Richtig hatten es. Absolute Gewinner hatten es richtig, okay. Kneipenkur. Ja. Ich bin jetzt auch gerade nicht sicher, weil wir haben Sturzform kochen, geschrieben. Kochen. Wir haben Sturzform. Ist doch egal. Ja, ja. Wir haben nicht Tatform geschrieben. Sie haben nicht Tatform geschrieben. Wir haben Sturzform Gewinner. Ja, ist völlig korrekt. Aber ehrlich. Die läuft schon zu uns. Das heißt, wir kriegen einen halben Punkt wieder zurück vielleicht. Wenn wir einen halben Punkt wieder zurück haben. Kneipenkur hatte es richtig. Ja. Und die Gentoo hatte es auch richtig. Und sonst niemand. Ultimate Quiz Machine? Nee. Und wissen, es macht Spaß? Auch nicht. Oh, okay. Und ja, den halben Fairnesspunkt kriegen sie hier natürlich zurück. Das ist nur fair. Wieso das denn? Und Dean ist gerade Alufolie. Ich sag's, wie es ist. Okay, und dann die letzte Frage. Jetzt bin ich gespannt. Benenne die korrekten Pluralformen dieser Lebensmittel. Wer möchte es versuchen? Milch, Wasser, Joghurt, Reis. Bitteschön, traut euch. Sonst müssen wir in eure Antwortbögen schauen. Das kann keiner wollen. Können wir es versuchen nochmal, aber wir haben es leider falsch, glaube ich. Weil es wird, glaube ich, überall einfach gar nichts gemacht, außer bei Joghurt. Da würde es Joghurts heißen, glaube ich. Aber sonst Milch, Reis, Wasser ist ja alles Mehrzahl, Plural. Wir haben es alle gelassen, aber ich habe das, ja, bestimmt nicht. Ja, wir haben aber überall es einfach weggelassen. Natürlich. Ja, leider komplett falsch. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Game 2? Was habt ihr? Also wenn das komplett falsch war, dann sage ich besser nichts, weil wir haben es ähnlich, wir haben nur bei Joghurts Joghurt-Tee. Joghurt-Tee auch mit Apostroph? Es war eine große Diskussion, aber der Rest ist gleich. Nein, wir haben gemacht. Schatz, bringst du die Joghurt-Tee mit? Ja. Und sie weiß nicht. Wissen, es macht Spaß? Wir haben auch Joghurte. Also, und ansonsten Milch, Milch, Wasser und was war das? Reis. Also, die richtigen Antworten. Oder hat noch jemand was? Ach so, Anton, bitteschön, hau raus. Ja, ich wollte nur für unser Team sagen, wir haben gedacht, das ist alles das Gleiche. Also ein Joghurt, zwei Joghurt, ein Wasser, zwei Wasser, ein Milch, zwei Milch und wie das Ganze noch weitergeht. Okay, also, fachsprachlich richtig bei Milch ist tatsächlich Milche. Was? Bei Wasser geht sowohl Wasser als auch Wässer. Was? Bei Joghurt in der Tat Joghurts.
Joghurt und bei Reis Reise. Hatte das denn irgendjemand, Fabian? Nee. Das hatte offensichtlich keiner. Nein. So, also finale Punktestände. Wir fangen hier mal Fairness halber an. 9,5 und da holen sie wieder auf. Also final bei 10 Punkten. 9, 10, 11, 12. 12, final. Gametisch, wir machen hier weiter. Das sind 12, 13, 14 Punkte. Game 2, schlau für diese Welt. 12, 13 Punkte. Und damit. Oh, die haben nichts mehr gewusst. Die haben nichts mehr gewusst hinten raus. Aber mussten sie auch nicht. Denn es bleibt bei 16 Punkten. Und damit der Sieger hier beim Kneipenquiz. Wissen ist Macht. Spaß. Lisa, Lars, Fabian, Marc und Etienne sind damit die alleinigen Spitzenreiter. Kommt nach vorne, holt euch euren Preis ab. Ihr habt so oft gewonnen wie noch kein anderes Team damit. Häufiger als Team Heiden. Marc, gratuliere. Das sind unsere Sieger. Danke an alle, die hier mitgearbeitet haben. Alle in der Regie, Fabian Krane. Danke an Flaschenpost, die das hier heute Abend möglich gemacht haben. Und das sind die neuen Sieger. Wissen, es macht Spaß. Das war's beim Kneipenquiz. Ciao. Das Kneipenquiz. Andreas, hattest du die Fragen? Ja, schon. Und hattest du die Getränke? Ja, Logo. Das Kneipenquiz wurde euch präsentiert von Flaschenpost.